Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Late Night Stream. Heute wieder mit dabei unser Dracula. Moin Moin. Ja, guten Abend. Heute ist unser Ziel der Rang 6. Ich bin mega gespannt, ob wir es schaffen können. Timo, wie siehst du das Ganze? Ich denke mal wieder sehr, sehr gelassen. Naja, das hört sich nur so an, aber ich vermute, dass wir vielleicht sogar 5 schaffen, wenn es gut läuft. Okay, okay. Gestern war es ja so, wir sind von Rang 7, lass mich kurz überlegen, 2? 8-2, 8-2. Nee, 8-2 gestartet und sind dann auf Rang 7-2 gelandet. Wir hatten 13 Matches, davon waren 9 Siege dabei und 4 Niederlagen. Wenn das heute wieder so laufen würde, wären wir ja auf welchem Rang? Wahrscheinlich dann 6-2, ne? Nee. Nee, doch. Ja. 6-2. Und das ist eigentlich auch so mein Ziel, denn wir haben ja morgen nochmal, heute ist erst Dienstag und Donnerstag. Ja. Also das Ziel ist auf jeden Fall bis Donnerstag den Rang 5 halt zu erreichen, ne? Oh, das wäre schon super. Das wäre halt mega nice, weil weiter können wir eh noch nicht spielen, da ist ja eh. Weil die Spieler nachrücken müssen. Es gibt aktuell noch nicht genug, die auf 5 sind. Und dadurch kommen keine Spiele so wirklich zustande. Ne? Ja, von daher ist also, wie gesagt, das Ziel, diesen Rang bis Freitag zu erreichen, Donnerstag. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach weiter. So, dann wollen wir gar nicht lange quatschen. Gehen wir mal direkt hier ins Menü. Und dann schauen wir mal, wie das heute hier so mit dem Match Maker aussieht, wie lange wir warten müssen. Gestern ging es auf jeden Fall. Ich hab dich mal eingeladen. Jo. Okay. Warte mal, ich suche mir aber jetzt mal schnell nach Performer starten. Suche ich mir mal noch paar Booster. Mhm. Mal, ob ich hier irgendwann welche finde. 12 Stück hätte ich. Muss ich mal kurz jetzt noch ein bisschen Zeit aufbringen. Und mal ein paar Booster akquirieren. Es ist nach wie vor hasse ich dieses Verfahren. Naja, das war deutlich. Ja, also dass das automatisch immer nach jedem Match auch neu die ganzen angewendet hier wird. Ne? Und alles. Ich habe das alles hier irgendwo verteilt. Es müsste halt einstellbar sein, dass man das drauf lassen kann, wenn man das will, das Schiff oft fährt, weißt du? Ja. Oder halt, dass es immer wieder ausgewählt werden muss. So, na gut. Ich habe jetzt hier noch ein paar. Finde ich vielleicht gleich noch einen Zweifachbooster irgendwo. Warte mal. Da war noch was. Oh, hier, guck mal, da sind auch so viele Dreifachbooster auch noch, ne? Die irgendwo. Jede Menge. Ja. Das sind die, die wir wirklich haben wollen, die Dreifachbooster. Ja. Was waren das eigentlich gestern für einer im Chat? Der hier mit dem pH-Wert, hast du das wahrgenommen? Ja, ich habe das gesehen, aber weiß ich nicht, vielleicht wollte er einfach ein bisschen. Stumm. Ja. Rumspäßeln. Nee, das war ja, es ging ja, ich höre immer nur Mimimi, hat er ja geschrieben. Ja, weiß ich nicht. Weil ich wahrscheinlich mich zu viel aufgeregt habe. Das ist halt mein oberstes Ziel, auch wenn es heute nicht läuft, auch wenn die Teammates scheiße sind, ist dann scheißegal am Ende. Achso, ich dachte, dein oberstes Ziel wäre auch, wenn es heute läuft, richtig auszurasten. Es ist ja, wie das ist mit den Zielen, die werden am Ende nicht umgesetzt. Mit den Vorsätzen meine ich doch. Es kommt so immer anders, als man denkt. Nur ich habe jetzt erstmal für 4 Runden den Zweifachbooster bereit. So, dann mache ich meinen Filter mal wieder an. Und dann können wir soweit starten. Timo, also wie viel Kanalpunkte hast du jetzt? Ich bin bei 40.500. Okay, weil ich will diesen Hulk-Modus, will ich dann so bei 25.000. Also es soll
soll ja was Besonderes bleiben. Ich will mal, ich hoffe, Black Mamba ist heute im Stream hier noch. Er ist ja eigentlich auch oft hier im Stream. Ja, ich glaube aktuell noch nicht. Ich will ihn dann mal fragen, wie viel er so hat. Er müsste weniger als du haben, aber müsste auch viel haben. Ja. Ich habe doch einmal schon irgendwie 12.000 gespendet, glaube ich, für die Monarch-Challenge. Ich habe übrigens bei meinem Tierpitz-Bausatz, da hatte ich ja die Sticker dabei, da war noch World of Warships Sticker bei, also einer. Und den habe ich mir ausgeschnitten und jetzt auf meinen Controller gemacht. Okay. Musst mal ein Bild posten. Ja, das ist so, das ist schwarz auf schwarz, aber wenn du es so ein bisschen schimmern lässt, dann siehst du den Schriftzug. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ach ja. Die Wartezeit. Naja. Zeit zu reden, Zeit sich eine heiße Tasse zu machen, was genau ich jetzt auch mache in der Zeit. Ich freue mich so auf diese Halbmaske. Diesen Aber ich glaube, das ist ziemlich anstrengend darunter nach einer Zeit. Das ist ja auch so ein kleines Handicap für. Das ist ja auch ein Bonus, nämlich. So ist es ja auch gedacht, dass wenn zum Beispiel einer aus Bodenduell kommt, ja. Ja. Wenn er schlau ist und er muss gegen antreten, dann kann er, wenn er genug Knallpunkte hat, das heißt ja dann immer, der Admiral muss die nächste Runde als Hulk fahren, ne? Ja. Zum Beispiel jetzt Hulk. Ach so, du machst nur eine Runde. Was hast du jetzt noch? Ich dachte den ganzen Stream 3 Stunden lang. Das ist ja, also im Prinzip, wie gesagt, das ist ja so. Du kannst dann mit den Kanalpunkten sagen, der Admiral muss die nächste Runde als Hulk fahren. Ja. Ne? Also so ist das ja dann in Zukunft. Und jetzt mit diesem Streamer Warhammer, bringen wir dir das halt, zeigen wir das halt. Und du löst dann quasi im Bohrenduell, löst du dann deine 25.000 Punkte ein. Und damit zeigen wir das, präsentieren wir das halt gleichzeitig, dass das ab sofort so geht, wisst ihr? Und wie gesagt, in Zukunft, wenn dann jemand schlau ist, nutzt er diese Runde, wenn er gegen die antreten muss. Ah ja, dann okay. Mit dem Handicap rein. Ja klar. Also ein bisschen auf jeden Fall. Kommt auf die Maske an, wenn er der Hulk bist, dann kann das aber auch ganz schön motivierend sein, weil du aggressiv wirst und angreifst. Ich habe mir das auch noch so gedacht, und zwar, also ich habe ja schon erzählt, dass das dann so in sich verschwimmt ist, also die Mutation, ne, diese Szene. Und da war ich dann aus dem Film, wie der so und dann wenn er dann verwandelt ist, macht er ja und wenn er dann geschrien hat, dann gehe ich in den Modus, in den Gefechtsmodus. Jo, T-Bone, man, da ist er wieder. Hast du es wieder geschafft, pünktlich einzuschalten? Ja, ich bin gleich dort. Bin gleich noch da. Na klar. So. Admiral hat sich ja mal eine Tasse gemacht. T-Bone, servus. Grüß dich und hallo. Admiral hat jetzt hier noch eine heiße Tasse gemacht. Und aktuell warten wir natürlich jetzt hier aufs Match. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Kann ich noch mal auf der Brücke erzählen? Die Zeit können wir nutzen. Ja, aber ich dachte echt, du machst das einen ganzen Stream, weil das ist echt extrem. Schon nach 10 Minuten. Ich habe ja auch so eine Latex-ähnliche. Das ist ja dieses Material. Ja, ja. Na, genau, und die ist zwar vorne auch, die ist auch vorne offen, ne? Die hat so ein kleines Gitter vorne, so ein Netz quasi. Ja. Aber schon, du merkst schon so nach 5 Minuten, wie überhaupt deines Mundes so alles so richtig nass wird, so von dem ausgeatmeten Schweiß, von dem Atem. So. Also, ey, das ist richtig ekelhaft. Nee, das ist, ich mach das dann wirklich erst in der finalen Runde. Ja. Naja, warte mal, ich muss mal gucken. Okay, die kann auch 15 Minuten gehen. Also naja. Da wirst du schon merken, das ist schon nach einer Zeit echt unangenehm. T-Bone, du sag mal, wie viele Kanalpunkte hast du ja aktuell? Wäre mal cool, wenn du mir das mal mitteilen würdest. Ach hier, warte mal, 5 Minuten lang zusehen kriegt man 10, ne? Irgendwie so, ja. Ach so, und wenn man hier noch ein Abonnent ist, gibt es dann noch mehr und so. Der Hafu, moin! Yeah. Kann mal einer von euch gucken, T-Bone oder der Hafu, wie viele Kanalpunkte ihr habt? Also das ist hier bei Chat, dann seht ihr ja den blauen Stern da unten. Und ich plane nämlich Hafu, ein Special. Hafu weiß, wer das
Ja, der Hafen kennt sich ja aus. Ich plane nämlich ein Special, wenn alles klappt. Ich verrate jetzt aber noch nichts. Hab was bisschen was vor mit den. Achso, er schaut über Xbox. Ach, der Hafu geht schon wieder raus, oder? Nee, der liegt im Bett schön, und guckt sich nachts. Streamer. Ach doch, nee, doch. Naja. Ey, wir haben Match. Jo. Falle. Oski, moin. Also, wie gesagt, es wäre mal cool, wenn irgendjemand mal sagen würde, wie viel. Ach so, müssen da ein Handy. Na, dann ist egal, das ist nicht so schlimm. So, ich plane nämlich ein Special für Sonntag, Leute. Merkt euch schon mal. Ich verrate noch nichts. Hast du nicht gerade schon alles verraten? Ja, das hat doch keiner. So, jetzt ja. Volle Konzentration. Jawohl, Fubuki, Timo, Fubuki. Ein Gegnerteam. Na, ich finde, ich fühle mich da nicht so in Sicherheit wie bei der Fubuki. Ich finde die schon ziemlich tödlich. Doch, ich finde das gut, weil ich kein Versuch hier. Ich hol C erstmal, ja? Okay, mach C. Ja. Und dann gehe ich stark davon aus, dass die Fubuki sich gleich in B rein wursteln wird und ich komme dann halt von C zu B und versuche die dann halt zu kaschen. Was haben wir für einen Kreuzer? Eine Nürnberg, das geht schon mal, ja, das ist gut für die Jagd auf die Fubuki. Ich habe noch mal, ich habe ja wie gesagt die Präzision hochgenommen. Ja. Bei mir leckt etwas, echt? Ne, ja, das ist bei Hafu aber selber. Das liegt an ihm. Okay. Es geht um Kanalpunkte gerade. Wie viel hast du? Kannst du das gerade einsehen, Hafu? Ungefähr. Du weißt ja, die blauen Kapitäns-EP. Oh, Sterne. Prinz Alde Friedrich ist auf dem Weg zu mir. Hm? 12k hat Tibo. 12k, ja. Ah, schon ein happiger Preis, ne, wenn du da 25k ansetzt. Muss ich mal gucken, jetzt konzentrieren wir uns erstmal mal. So. Klar. Ich gehe noch nicht auf Prinz Eitel Friedrich. Also ich habe die Otto, also Prinz Eitel Friedrich ist der Nächste, das heißt, die anderen sind nicht hier. Gehe ich jetzt mal erstmal davon aus. Ja. Da glaube ich nicht, dass die Fubuki hier ist. Wenn der jetzt... Guck mal, die kriegt jetzt schon. Da kannst du ja easy Captain jetzt und auch Torps erstmal in die Richtung hauen. 8000 nochmal von mir, schön. Die hat schon fast die Hälfte. Alter. Hafu hat 5,8, okay. Ja, es muss schon ein Special sein, so wenn man so einen Modus frei ruft. So ein... Ja. Oh, die gingen alle daneben, hast du gesehen? Da kam richtig was an, die gingen alle daneben. So, ich habe jetzt nochmal, die hat ja nun voll eingedreht. Ja. Das heißt, ich habe jetzt nochmal so geturbt, müsste eigentlich klappen, die Turbs könnten kommen. Zita! Echt? Ja, 12.000. Die waren auch gut im Sack. Also ich denke mal, die könnten kommen, die zweite Welle, die zweite Doppel. Okay, die Fubuki ist bei A. Ne, die kommen komplett gar nicht. Die müsst ihr klar machen, die Prinz. Ja. Jawohl, komm. Die könnt ihr. Die ist unterirdisch mit der Präzision hier bei mir. Die schießt auf mich, die trifft kein einziges Mal. Na, dann hat er kein hohes Killung. Nochmal Alter, 8000. Dann ist nochmal das 8000. Jemand, der hat noch vielleicht keine hohen Kapitäne, hat die sich gekauft. Ja. Könnte sein, ist eine Vermutung. Ich mach den Sack zu jetzt. Sehr schön. Okay, Cap, ich will jetzt sofort das B-Cap. Ich spotte die jetzt noch weiter auf. Boah, was? Alle abgeprallt, ey. Erst hast du so viel Glück, ne? Und dann der entscheidende Treffer prallt natürlich ab. So, jetzt kommt aber schon wieder was. Ja, und weg ist es. Sehr schön. Schön gespielt, schön gespielt, Leute. Sehr schön. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. So. Finde mich jetzt auf dem Weg ins B-Cap. Ja. Ich guck mal, dass ich den Kreuzer vielleicht mal jetzt aufdecke oder vielleicht beschießen kann. Oh, jetzt muss unsere Nürnberg aufpassen. Die Fuso ist. Aber sie ist gut hinterm Berg auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Fuso das Cap jetzt blocken wird. Fährt er denn rein? Ja, fährt. Ja, der fährt rein. Ja. Das ist schlecht und das ist wieder der berühmte Kessel, wo ich nicht torpen kann. Da ist die Aober, hat schon einiges gefressen. Ich versuche auch drauf zu hauen. Kommt er mal in meine Richtung, glaube ich. Ich kann jetzt leider. Nur blocken. Ja, die Fubuki ist halt immer noch ein ziemliches Problem. Ich glaube, die ist auf dem Weg zu euch raus, aber ich muss jetzt das Cap. Also ich muss jetzt das Cap blocken. Ich kann jetzt die Fubuki nicht jagen. Und die wird auf dem Weg zu dir sein. Das heißt, du musst runter zu C. Du musst dich Richtung C orientieren. Sonst wird die zu euch kommen. Oh, Zita auf Aober, die ist auch fast raus. Und im Wegfahren versuchen, wie gesagt, die. Nee, da ist er! Genau vor meiner Nase! Die kannst du. Ah, du hast die Fuße. Ich hab die Geschütze nicht richtig. Ja. Leider. Ich brauch Support. Ich kann auch nicht supporten.
Da ist er, da ist er, da ist er. Kann nichts machen. Ich ziele aber auch heute komisch. Ah, ich krieg's ja, ich krieg's ja, ich krieg's ja. Ich krieg die. Vielleicht schießt der Schlachter alles einmal. Ruhig, alles ruhig. Boah, taucht's auf mich, verdammt. Boah, ich fress 4 Torps. Vier Torps gefressen von der Fuki. Jawohl, mach's raus. Versuch ja. Dann mal. Ja, sauber. Versuch da. Ah, da ist er, die Aober. Sehr schön. Die wollte ich haben. Geil, und jetzt die Fuso kriegt Torps. Die Fuso kriegt Torps. Die Aober kriegt Beschuss. Richtig geil, geht richtig geil los. Aber noch nicht zu früh freuen. Also die Fuso fährt die vorwärts, Ich glaube, die fährt genau meine Torps rein. Ne, die lenkt weg vorher. Aha. Ein kriegt sie, zwei kriegt sie, drei kriegt sie, nein, zwei. Zwei kriegt sie. Die Commands sind noch nicht drin, Herr Fu. Gut, ich mach die Fuso weg. Ah, klar, klar. Alter, ah, sehr schön. Admiral ist am Start, Alter. Yes. Oh nein, das wird immer noch geblockt, Timo. Hier ist der nächste Schlag da drin. Da ist der, genau, der zweite. Ich überlege jetzt, ob ich Kamikaze auf den drauf gehe. Mach, du hast nichts zu verlieren, wir gewinnen das auch so. Ich muss erst Torpedos nachladen. Ja. Ne, kannst du ruhig machen. Naja, mach ich. Brennt nichts an. Maschinenboost aktiviert. Scheiße, muss da mich jetzt schon wieder das scheiß Flugzeug. So, nun, wir müssen uns beeilen. Ich will meine heiße Tasse trinken, Timo, die wird kalt. Das ist eine Kelly. Ja, ich hab den mal Präzisionsflieger hochgemacht, damit du mal was siehst. Gut, ich hab die Salve überlebt, der hat komplett verengt. Kannst du jetzt schön rausnehmen. Oh. Gut, ich leg dir das Pad schon mal beiseite. Aber das Problem ist bloß, hier ist noch eine Leiche. Aber ich kann eigentlich auch schießen, warum schieße ich eigentlich nicht? Heute? Ich meine, diese Leichen. Und tschüss! Bam bam! Bam bam! Admiral is on fire! Alter, was ist los, Junge? Das war ja eine fette Runde, Junge. Das ist mal ein cooler Einstand. Da macht's doch Spaß. Ja, auf jeden Fall. So, Ziel Rang 6, Alter. 4 Kills zusammen. Das nenne ich Divi. Atze! Atze ist auch wieder da. Schön. Oh, ich kann ja erstmal Ruhe die heiße Tasse hier trinken. Da ist jetzt Zeit auf jeden Fall. So, Baby, was kriegen wir auf Rang 6? Wir kriegen eine Kapitänskiste, schön. Oh. Okay. Ja, sauber, sauber, würde ich sagen. Und da gehen wir direkt in die nächste Runde. Yep. Und können mal hier ein bisschen im Streamchat gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was alles geschrieben wurde. Warte mal. Hier so, wo waren wir? Worum geht's? Bei mir leckt etwas, liegt aber an mir. Ich habe, okay, blablabla, das hatten wir schon. Soll ja auch nicht dazu führen, dass der Admiral jeden Tag bzw. Woche etliche Matches fahren muss. Er meint, mit dem Vorhaben. Das weiß er aber nicht. Nee, weiß er das schon? Preis. Das weiß er doch noch. Ich glaube, nee, ich glaube nicht. Weil wir über den stolzen Preis geredet haben, glaube ich. Ach so, ja. Nee, es soll ja auch was Besonderes sein. Und man soll ja auch ein bisschen belohnt werden, wenn man lange zuguckt hat, sozusagen. Also, ja. Hm. Ja, das mit der Watchtime. Oh, was ist los? Atze ist heute total verzweifelt an Ranked. Erzähl mal, was ist los? Auf was bist du gefallen? Oder auf... Und spielst du Solo oder in der Division? Ja. So, warte mal, ich guck mal schnell, wie ich das mit der Watchtime mache. Watchtime Twitch Command. Watchtime. Kurz vor 11, jetzt 14:01. Boah, das ist ärgerlich. Auf 11 ist Checkpoint, ne? Mm. Ah, das tut mir leid. Das ist Dreck. Das ist alleine, Atze, oder? Bist du allein gefahren, oder?
Ja, in Divi, In aber den Adivi. Rest totaler Müll im Team. Okay, fuck, Alter. Ja, das haben wir am Sonntag auch gesehen. In der Divi ist auch nicht unbedingt. Folgender Tipp, Atze, da habe ich einen Tipp auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist. Wenn man merkt, es geht wirklich, es ist ein Abwärtstrend, ja, aufhören. Aufhören und nächsten Tag weiterspielen. Das war bis jetzt in allen Seasons so. Und am Sonntag, ich weiß nicht, da warst du, glaube ich, noch nicht dabei zum Sonntagsstream. Da hatten wir ja auch 5 Niederlagen in Folge und es war ja Schätzen und Zerfetzen, das sind ja immer 5 Runden. Ne? Und dadurch haben wir dann auch. Ach nee, wir hatten da dann nochmal gemacht, ne, Timo? Wir hatten danach noch gespielt, ja, und da haben wir dann ein Haben nur paar Siege zweimal holen gewonnen, können. ne? Aber auf jeden Fall aufhören. Also, der beste Tipp ist, wenn du merkst, so, also bei vier. Mann, bei 4 Niederlagen in Folge spätestens würde ich aufhören und den nächsten Tag weiter wieder. Es ist ja auch noch Zeit so. Aber ja, irgendwie ist es dann halt so, dass an dem Tag einfach nur scheiß Matches kommen. Ripworm. Naja, ich baue mir bald auf jeden Fall, irgendwie muss ich ein Streamzimmer bauen oder sowas. Ja, ich werde vielleicht in ein paar Monaten umziehen und dann baue ich mir auch ein Streamzimmer, aber das ist Echt? noch nicht sicher. Ich krieg Sonntag, Bescheid? kriegen wir dann Bescheid, ob das Ob's klappt oder klappt? nicht. Dann drücke ich dir den Daumen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Match gefunden, Leute. Ne, war doch cool, ne? Also. Ja, klar. Ich habe mir jetzt noch 2 Scheinwerfer bestellt. Ich habe ja hier schon 2 Scheinwerfer, aber die reichen immer noch nicht aus im Late-Night-Stream. Da sehe ich schon wieder, dass das noch nicht optimal beleuchtet ist. Weil du den Rahmen so siehst, ne? Na, warte, jetzt guck mal, Dieses. warte mal, jetzt guck mal hin. Jetzt stelle ich hier ein bisschen was um. Und dann Ja, ich müsste sehe ja es jetzt eigentlich. schon. Ne, warte, ne, ne, ich mach's ja jetzt erst. Jetzt. Ne, es reicht nicht. Ich muss jetzt eine Zusatzbeleuchtung anmachen. Aber die ist scheiße. Das sind nämlich, das ist kein richtiger. Das ist keine richtige Studiobeleuchtung. Jetzt müsste es weg sein. Jetzt, ja, jetzt ist der Rahmen weg. So. Geil, guck mal. Ohne Mahan. Scheiße. Die geht aber früh auf. Na, dann versuche ich die auch direkt Zahnwertmäßig. aufzuklären. Bei A. Bei B. Ja, und ich halte mich bereit. Könntest du eigentlich mal mit HE? Nein, nee, lass ab hier. Da sind nur Schlachter, kein einziger Kreuzer diesmal. Schnell, bevor T-Bone Man sich. Ach, stimmt, doch, Atze, stimmt, der hat doch gewonnen gehabt bei Schätzen und Zerfetzen. Ja, genau. Stimmt. Hat ja dann seine Freikarte abgegeben, sein Ticket. Fairerweise. Also macht euch bereit. Ja, Ich müsste die aber Carry. wirklich dann eher aufklären, auf jeden Fall. Ein ganzes Stückchen eher. Ich bin auf jeden Fall Ja. auch geortet. Fakt ist, dass ich alleine gegen die keine Chance habe. Es muss mindestens eine Salve muss kommen vom Teammate. Wenn er nicht hinterm Berg ist, dann kriegst du die Salve, kriegt er die Salve. Oh, ich krieg jetzt aber auch. Echt? Na, du stehst so komplett breit. Ah, sauber. Da Okay, ist jetzt ist er, er, da da ist ist er, er, da da ist ist er. er. Und drauf. Ah, komm, nicht ideal, Ja, aber doch, der hat schon zumindest gekriegt schon. 2000. Naja, die hätten besser kommen können. Achtung, er geht jetzt gleich wieder auf. Ich habe Jetzt. 18 Sekunden Reload noch. Jetzt. Ich glaube, mein Torp kommt. Ich glaube, der fährt meinen Torp rein. Ey, ich habe Das wäre nichts getroffen. genial. Ich habe nichts getroffen. Achtung, da Und ist er. kommt der Torf? Da Nee, ist er nee, nee, wieder. nee, nee, ihr müsst draufhauen. Okay, kein Problem. Drauf. Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Bullseye. Oh, Bullseye. jetzt geht er zu. Fuck, Ach, jetzt jetzt kriege ich auf haben den Sack. Jetzt kriege ich auf den Sack. wir. Mit HE sogar. Ah, fuck. Fuck. Ich musste aus dem Cap raus. Ich bin auch. Ihr müsst euch jetzt schnell beeilen, ne? Ich mach den jetzt. Ich fahr jetzt hin, ich gehe all in. Ich kann eh nicht anders. Warte, ich guck, wo der schießt. Schnell. Ich bin zu, okay, ich bin erstmal zu. Ich deck den jetzt gleich auf. Vielleicht kannst du seinen Nebel ausnutzen. Das ist der lange amerikanische Er hat Nebel, ne? getobt. Ach, Torps, Da ja, ist er, da da ist ist er. er. Ja.
Ja, der ist raus, wenn du den nicht machst. Ich hab ihn. Ah, zu spät. Gut, nee, alles gut. Ich bin aber auch raus. Ja, jetzt müsst ihr machen. Naja, komm, es ist. Jetzt müsst ihr kommen. Nicht gut. Die Warspade ist aus weg. Guck mal, meine Tops kommen. Ja, meine Tops kommen auf die Ismael. Geil. Oder? Nee, die kommen nicht. Fährt gerade so durch, leider. Scheiße. Na, jetzt müsst ihr kommen. Sieht doch gut aus. Warte mal, was haben wir denn alles? Wir haben eine West Virginia, Warspite, Arizona. Und die haben Dunkirk. Es ist eigentlich gleich auf. Also es ist. Versuch zu der West Virginia zu kommen. Fahr vorwärts, dass du an die. Ja, ja. Dass du Wille zum Wiederaufbau kriegst. Noch habe ich eine. Und dann geh auf die California. Das Wichtige ist jetzt, dass. Ah, die Ismael wird gut umrundet gleich, glaube ich. Okay, dann nehmen die Ismael. Die gleich raus. Ja, die West Virginia muss die nehmen, glaube ich. Ja, doch. Macht so. Wenn ihr die Ismael raus habt, ja, ist ja schön. Die hat schon reingeknallt. Jetzt kriegt unsere West Virginia ordentlich. Nee, die hat gut. Nee. Du? Oh, du bist aber auch schon. Ah, auch. Oh, ja, ach, Dunkirk steht da ja auch noch. Wichtig ist, dass ihr alle auf denselben schießt. Weil je eher ein Gegner raus ist, desto weniger Schaden kann er machen. Ja. Alle müssen jetzt auf Ismael. Und wenn ja, die nicht, steht dann aber scheiße. Dann mach HE. Dann mach eine selber HE. Ja. Jetzt kriegt sie von mal. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir müssen alle auf die Ismael. Das hätte besser. Wenn ihr jetzt auf unterschiedliche Schiffe schießt, dann kann ein Schiff noch mehr austeilen und das ist scheiße. Oh, fuck, ja, du bist doch gleich da. Nix, da brauche ich nicht drauf schießen. Dann müsst mit HE. Jetzt wird fährt zu weit rein. Jetzt wird West Virginia denn gleich eine volle geben, da Ismael. Hoffentlich. Ja. Ich glaube, das war's schon. Wie, das war schon alles? Mein Gott. Jetzt kriegt sie von links die Ismael. Ja! Ja! Sehr schön, und die ist noch fast voll. Ja! Oh, Achtung, Timo! Ah, Warspite, die habe ich zu spät gesehen. Ah, gut, das war's für dich. Ach, Mann, ey. Jetzt ist die Frage hier, geht die Dunkirk down oder nicht? Es könnte was werden. Die Kelly geht jetzt raus. Nee, die gegnerische. Naja, die hat nicht mehr viel. Naja, die meine ich, aber jetzt kommt. Jetzt muss halt hier unsere West Virginia steht jetzt scheiße. Die weil muss jetzt, richtig aufpassen. Ja, die kriegt jetzt nämlich Breitseite von Dings. Ja, und das hat geknallt. Ah, ging noch. Wenn jetzt muss die Kelly, wo ist jetzt. Oh nee, jetzt schießt er auf die Warspite. Ja, gut, die hat zwar jetzt auch gut gekriegt, aber die Dings muss raus. Siehst du, weil jetzt können die. Das ist halt immer der Fehler. Die müssen dann alle auf ihn schießen, weißt du? Und je eher der raus ist, desto weniger kann er Schaden austeilen. Komm, wenn jetzt die Kelly rausgeht, dann. Ja, wenn jetzt nochmal die Kelly rausgeht, dann. Oh, schießt wieder nicht auf die Kelly. Auch wenn die Warspite da breit ist. Das ist. Ah, wohl, der macht's gut. Der hat aber auch guck Glück. Guck mal, bam, jetzt hat der wieder übelst passiert. Ja, aber steckt aber gut weg. Aber guck mal, jetzt kann die Kelly ihn wieder beschießen. Und somit kriegt er die ganze Zeit von zwei. Er schießt wieder nicht auf die Kelly. Und wenn er die Kelly erst rausnimmt, dann kriegt er nichts mehr von der ab. Die schießt jetzt wieder, zack. Zack. Und somit schießen zwei auf ihn, zack. Oh, siehst du, die haben richtig gut von vorne sogar. Da muss auf die Kelly schießen. Guck mal, der hat jetzt schon zweimal gefeuert und hat nicht die Kelly. Siehst du, guck mal, die wäre jetzt weg, die Kelly. Er schießt wieder auf Warspite. Hat's überhaupt? Na gut, die ist jetzt auch gleich raus. Trotzdem. Aber das sind zwei Schiffe richtig mit richtig wenig Energie. Besser wäre die Kelly, weil die unten wieder Wille zum Wiederaufbau die ganze Zeit kriegt. Jetzt ist die Warspite raus. Jetzt Warspite? Guckst du ja. Natürlich nicht. Doch. Warspite raus. Und jetzt die Kelly noch. Aber trotzdem ist es immer besser, wenn alle auf einen schießen halt. Natürlich. Was raus ist, ist raus. Das ist das alte Command & Conquer Prinzip. Mit deiner Armee immer einen Panzer anklicken. Dann ist der Rückzug raus. Aber die Ismael könnte jetzt eigentlich durchziehen da. Ah, wir wissen aber auch, dass sie gut schießt. Ja, gut, er macht HE, das ist gut. Er schießt HE, das ist gut. Dass er auch gut krachen gehen kann, der Typ. Brennt er wenigstens? Jawohl, brennt. Nee, er hat gelöscht. Jetzt kommt wieder von drüben die Salve. Und dann ist da noch eine volle Dunkirk, ey. Jawohl. Ah, die Kelly wird schwer jetzt, weil jetzt gehen alle auf Ismael. Ja.
Kelly muss halt raus. Das ist jetzt. Kriegen sie die Kelly raus? Gewinnen wir Brennt das die immer Ding? noch? Nee. Vielleicht wird Und sie die jetzt hat nochmal auch. Das angezündet. Dumme ist auch, die haben Wille zum Wiederaufbau und wir nicht. Ja. Ja. Jetzt brennt sie, jawohl. Ja, die brennt jetzt erstmal. Naja, Ne? aber Wille zum Wiederaufbau, dann müsste bei denen laufen. Ja, und ich habe bemerkt, auf den 7er Stufen oder 6er, da läuft der sogar über einen Brand. Also kaschiert er einen Brand. Aber jetzt kommt die nächste Salve und kommt, das muss. Oh, da schießt nicht auf Doch die nicht Kelly! Auf die Dank. Der schießt nicht auf die Kelly, Alter! Es ist nicht zu glauben, Alter! Es ist, als ob die einen extra ärgern wollen. Komm schon, Ismael, und dann ram! Los! Ja. Ey, wenn da jetzt wieder nicht, da schießt wieder nicht. Guck dir das an! Der schießt nicht auf die. Der schießt wieder nicht, oder ist das der Sekundär? Nee. Sekundär ist es. Komm jetzt. Ich hab so ein bisschen Renn Schiss, aus, dass. Kelly. Ich hab schon ein bisschen Schiss, dass die Ismael gleich gewonnen wird. Ich auch. Das muss man bei der Ismael leider immer mehr. Da muss man immer Los, mit rechnen. Los, jetzt mach den weg, Alter, jetzt. Oh, oh. Ey, das ist doch fies. Aber jetzt muss er verbrennen. Verbrennen, komm. Das kann nee, die vordere, ist, der vordere Turm kann aber jetzt schießen. Es ist wieder zum Wiederaufbau. Das ist die beste Fähigkeit. Ja! Jawohl. Oh, leck mich am Mokka, ey. Und jetzt ram. Und jetzt nur noch raus ram. Komm, volle Fahrt voraus. Oh, habt ihr gut gemacht, trotzdem noch, ey. Aber es ist trotzdem, es sind immer, ich meine, gut, es sagt sich immer leicht, aber trotzdem, ey. Die war ja. doch hinter ihm, ne? Der hat er wirklich nochmal auf die Dunkirk geschossen. Ja. Alter, oh, der fährt doch da gegen Berg. Der kann den nicht rammen. Der fährt gegen Berg. Der bleibt hängen. Oh, der bleibt hängen. Nee, oh, nee, ist nee. Das nee, nee, noch fährt er. Doch, der hat Fahrt rausbekommen schon. Oh. Ah, wie kann man denn so ein Horst sein? Aber er hat noch ein bisschen was. Er kriegt die noch. Da kriegt die noch, weil er fährt vorwärts und sie fährt rückwärts. Das heißt, er kriegt die. Ah, jetzt Gut. macht er auf jeden Fall alles richtig. Jetzt macht er alles richtig. Sehr schön, Willkommen ja. auf Rang 6. Irgendwo am Hinjodeln. Ja gut, top. Kapitänskiste. Schauen wir mal. Du kriegst Wladimir Trubetskoy wahrscheinlich. Tageo Tagaki, sehr schön. Hast ja, du den kann ich gebrauchen. Echt? Schön. Ja, den brauche ich. Obwohl, ich habe den auch schon auf 16 3 4 Auszeichnungen. Oh, jawohl, Günter Lütjens. Sehr, sehr, sehr schön. Habe ich jetzt schon zwei persönlich erpasst. Habe ich jetzt auf 16 Top. 2 und arbeite auf 3 hin. Sehr schön. Das sind dann 4,75% mehr AP-Schaden. Das ist für meine Alaska und so richtig geil. Und für die Ami-Kreuzer. Ja, richtig. So, na dann. Hör mal auf, oder was? Du hast doch heute in dem Post geschrieben, schaffen wir es auf Rang 6. Also demnach ja. Wir haben es geschafft. Müssen wir jetzt aufhören. Ja. Nee, 5 ist in Reichweite. Okay. In greifbarer Nähe. Also du meinst, dass wir wirklich 3 Siege in Folge jetzt schaffen? 4 müssen es sein. Nee, ich meine jetzt erstmal, dass wir jetzt noch eine Runde gewinnen. So meine ich das. Ich hoffe. Na dann dein Wort in Gottes Ohren. Ja, da hat das Team aber auch gut aufgepasst, als du offen warst, ne? Da hast du auch nicht Feuer gekriegt. Naja. Aber. Hättest du das irgendwie doch überlebt, das Abhauen hättest können, dann. Boah. Ja, immer fahre ich auch nicht hundertprozentig so. Alles mache ich auch nicht immer alles richtig. Nee, ist schon klar. Und im Nachhinein, so wie wir es gemacht haben, mach das, mach das, mach das. Ja, gut, manche Sachen sind aber auch. Also, dass er dann erst auf die Dunkirk schießt und nicht auf die Dings. Mhm. Nee, ich habe ja beobachtet die ganze Zeit, wie die West Virginia da steht und die Warspite die flankiert. Das waren wie viel? 7 oder 8 Kilometer vielleicht? Mhm. Der schießt da rein, die Warspite. Ich denke so, jetzt knallt es richtig. Und der steckt das jedes Mal ziemlich gut weg. Und dann kommt auf einmal eine Salve von vorne auf die West Virginia direkt. Richtig, weiß nicht, 15.000 waren es bestimmt. Er sagt immer nicht so viel auf Krampf. Wäre ich jetzt oder was?
Naja, ich meine, nee, ich meine ja bei Niederlagen. Jetzt oder meinst du Timo? Na, ich sag mal so, so ein, na, so ein 6-2 oder so ist schon, wäre schon cool, sag ich mal. Ich glaube, dann würde ich aber auch wirklich aufhören, oder? Heute? Ne, dann würde ich bis 5 durchziehen. Dann ist Checkpoint und dann können wir erstmal befreit aufspielen in den nächsten Gefechten. Alter, meinst du, dass wir so durchrennen, Also bis jetzt klappt's gut. Die Taktik geht gut auf. Wir schießen auf die Zerstörer, wenn die offen sind. Hatten aber auch jetzt gerade eigentlich gute Teammates. Außer dass sie so ein bisschen das Ziel da ein bisschen durchgeswitcht haben. Das war ein bisschen ja, es war auf jeden schwachsinnig. Fall gut, ja. Die haben auf jeden Fall da noch viel richtig gemacht, auf jeden Fall. Aber der Typ in der West Virginia, ich fand, der hat guten Einsatz gezeigt. Hat er gut gemacht. Auf dem PC kann man ja auch Leute loben und Leute nicht loben. Ja. Was gab es damals auf der Xbox im Ja. Multiplayer? So ein True Skill hieß das damals. Das konntest du dann auch loben oder halt nicht loben. Und wenn du die gelobt hast, dann bist du öfter mit denen mal in so ein Match gekommen. In einem Spiel halt, wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher gewesen. Und andersrum halt, dass du die nicht mehr so oft triffst. Hat aber, glaube ich, nicht gut funktioniert. War mehr so Schein als Sein. Naja. Nee, aber nochmal zum Thema, ich gehe mal auf die Brücke. Nochmal zu dem Thema, das Teamduell, ne? Also dieser ganze Modus ist für mich eigentlich hinfällig, weil, wie gesagt, auch vielleicht hat so jemand eine Idee aus dem Stream. Wie gesagt, nehmen wir mal an jetzt das Teamduell, ne? Also ist ja dann immer in einer Zweier-Divi, man muss sich einen Teampartner suchen. Und nehmen wir mal jetzt an, auf der Kategorie 7 geht es um Damage, ne? Die vier höchsten Rekorde, sage ich mal. Und jetzt sagt sich ein Team A, ich will jetzt den höchsten Rekord in der Klasse halten und macht Folgendes. Ja, ist jetzt zum Beispiel in einem Clan mit ca. 30 Mann. Dann kenne ich das aus verschiedenen Clans, die treffen sie, also die gehen dann halt in eine Party, zocken über den ganzen Tag und dann sind das teilweise bis zu drei Divisionen, die dann da spielen. Das heißt, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wir haben eine Zweierdivision, ein angemeldetes Team in der Gefechtsarena und zwei weitere Dreierdivisionen. So, die zocken nun den ganzen Tag und drücken immer ins selbe Match rein, machen noch Crossplay aus. Da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die immer ins selbe Match kommen. Jetzt haben wir die Situation, dass das Team A, was in der Gefechtsarena ist, die Zweier-Divi, in ein Match kommt mit seinen zwei anderen Divisionen aus dem Clan, also quasi mit sechs gegnerischen Schiffen. Und jetzt kommt es zu der Situation, dass das Team A, die Zweier-Divi, auf der linken Seite ein Team ist, in Blau, und die sechs anderen zwei Divisionen auf Rot. Dann könnte man sich theoretisch verabreden und sagen, komm, ihr fahrt jetzt alle raus auf der Map-Kante. Und wir schießen euch runter. Und somit würde dann das Team A, was in der Gefechtsarena angemeldet ist, quasi extrem viel Damage machen und könnte so Rekord aufstellen. Ich will das keinem unterstellen, aber Fakt ist, dass dieser Modus, den wir uns da ausgedacht haben, dass der halt manipulierbar wäre. Und wir sind noch nicht auf die Lösung gekommen, wie man das ausmerzen könnte. Wie man das kontrollieren könnte, ob das jemand macht oder nicht halt, ne? Und das ist halt so eine Sache. So. Hafu, also wenn du jetzt zugehört hast, vielleicht findest du ja oder hast du einen Vorschlag, wie man das dann überprüfen könnte. Dass man könnte halt sagen, hier, man macht immer einen Screenshot von der Geschichte hier. Da sieht man ja, wenn im Gegnerteam dann, das würde gehen jetzt hier, wenn du jetzt hier auf der Mitte drückst, Timo. Da würdest du es dann sehen, weißt du? Ja, klar. Und wenn dann immer dieselben Divisionen da im Gegnerteam auftauchen und die reichen einen Rekord nach anderen rein. Aber du kannst ja jetzt nicht hier einen Screenshot machen, weil das, weißt du? Ja, das ist zu Das viel, ist zu ne? viel, das wird viel zu kompliziert für die Leute. Da musst du ja von allen möglichen Screenshots machen und dann alles einreichen. Das ist viel zu kompliziert halt. Also ich glaube, das muss man erstmal irgendwie auf Eis legen, bis da irgendwie eine Lösung gefunden ist oder ich muss was komplett Neues ausdenken. Ja. Ja, es ist wirklich, es kann passieren. Geder und Exeter. Also du machst erstmal C und fährst dann zu B runter, ja? Ja, genau wie immer. So. Und jetzt ist die Frage, also ich habe die Ordnung hier bei mir, das heißt, hier wird es gleich losgehen. Ja.
Ich halte mich bereit. Nürnberg fährt auch in Wer deine ist das Richtung. hier? Ja, der, die Ismail ist jetzt leider hinterm Berg. Ja, Nürnberg guckt leider zu B rein. Das ist ein bisschen schwachsinnig. Sollen mal besser hier Okay, hingucken. in C ist Action. Kommando ist raus. Da ist Da er, ist er, da da ist ist er. er. Ich hab's Feuer eröffnet. Gut. Jawohl, da kommt Support. Hat Oh, da keiner kommt getroffen mehrfacher von mir. Support, mehrfacher. Ist gut. So, ich versuch's Hat nochmal die schon aufzuklären. verloren, Energie? Weiß ich nicht, ich sehe sie gerade nicht. Die ist Nebel. Ist im Nebel. Ja. Nürnberg fährt jetzt auch gleich ins C Da rein. kommen die Dann Torps. hättest du richtig Support. Okay, ich fahr jetzt rein und klär sie auf. Große Frage ist nur, die kann hinter der Insel genau sein und dann sehen wir gar nichts, dann sehen wir nur das Symbol. Die fährt nach rechts, die wird hinter der Insel sein. Aber die hat ja schon gekriegt, das müsste eigentlich im 1-1 reichen. Okay, versuch's. Ich bin auf dem Weg hin. Ja. Da ist er. Da ist er, da ist er. Jawohl, die kriegt. Sehr schön, habe ich auch nochmal 2000 reingehauen. Hast du bloß nicht richtig. Ja, die wird die wird sowas von zersäbelt da hinten. Jetzt kommt Torps, nein, ich fress die Torps. Das war dämlich. Nee, oder warte mal. Alter, nenn mich Gott, Alter! Nenn mich Gott! Und jetzt kriegt sie auf Fett weg, du Torps mich nicht nochmal! Ist raus. Ja! Woohoo! Oh, nicht so laut, die Nachbarn. Ja, der Hafu, du hast da echt recht. Ja, da musst du wirklich auf Ehre. Das stimmt. Kannst mal dein Emoji in den Chat an. Hat er schon gemacht. Ehre. Oh, wir müssen uns aber oh, jetzt... Oh, die Nürnberg geht oh, raus. Oh nein, ah. Alter. Die haben zwei Caps. Die Exeter ist gleich runtergefahren. Ja. Und ich kann... Die sind alle wieder im Kessel. Ich kann da nicht torpen. Da ist die Exeter. Ja. Die müsst ihr jetzt rausnehmen. Versuche ich. Mann, die beiden Schlachter sind hier drüben, ey. Das wird jetzt eklig. Wie gesagt, ich kann da nicht viel toben. Ich kann nur unten rumfahren und versuchen, die dann da irgendwie... Sonst fahr doch unten rum und versuch A einzunehmen. Dabei kannst du nebenbei so ein bisschen torben auf dem Weg darunter. Ja. Vielleicht in den Kessel. Ja. Und vor allen Dingen kannst du sie dann unten gut aufspotten, glaube ich. Dass sie permanent offen sind. Wenn du es bis unten hin geschafft hast. Das Problem ist halt auch mein Motorboost und das wird alles ewig dauern, ehe ich da unten bin. Oh, Bayern hat schön gefressen, glaube ich. Echt? Ja, ach ja, gut. Ja. Etwas mehr als ein Viertel hat sie weg. Hoffentlich schaffe ich das noch bis da runter. Oh, hier ist die Exeter. Schön. Oh ja, die musst du klar kriegen. Ja, hier ist was draus. Echt? Hier ist was draus. Ja. Ja, jetzt kommt noch die... Jawohl, Timo. Dreifach-Cheater. Yes. Mal drei. Multiplikator. Late-Night-Stream. Ich kann toppen. Yes. Dann machen sie das. Kurz raus und ich bin auf dem Weg zur A. Und ich kann dann da unten nochmal toben. Ja. Die alle ja, versuch auf jeden Fall A einzunehmen. Punktemäßig, ja, weiß ich nicht, ob wir die noch irgendwie zerschießen können nebenbei. Es dauert ja echt noch, bis du da A einnehmen ja, könntest. Ja, es dauert, das habe ich ja gesagt. Ich habe auch leider erst... Ah ne, der Motorbus ist ja an. Und vielleicht kommen jetzt noch ein paar Torps, das wäre natürlich sehr hilfreich, ne? Ja. Jawohl! Ein Treffer! So freut er sich, wenn er einen Treffer hat. Was macht er erst, wenn er vier Treffer hat? Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Distanz wahre.
Naja, ein so ein Treffer, das ist schon wieder für euch dann wieder, weißt du? Klar. So, jetzt nehme ich erst Richtung Kurs A. Auf A. Mach ruhig. Oh, da fährt jemand rein, wer ist das? Oh, ne Ismael, ist okay. Die ist so gut wie weg, unsere Ismael. Ah, okay, Ismael ist dämlich. Das ist. Bayern wäre gut gewesen. Aber Ismael. Nee. Jetzt können wir nur hoffen, dass meine Torps kommen auf die Bayern. Oh, die Bayern. Ah, die nehmen die Ismael, die ist weg, die ist Ismael unsere. Ja. Ja. Shit, sieht schlecht aus. Na, ruhig bleiben, wir haben immer noch unseren Zerstörer. Ohne jetzt den Druck erhöhen zu wollen hier. Ich weiß nicht, ob die Torps auf die Bayern kommen. Ne, die kommen alle nicht. Die sind da safe vor mir, also das ist wieder die Map, wo ich nicht viel machen kann. Nee, die Ismail ist leider vorgefahren. Atze, das. Ich hätte mir auch eine Bayern gewünscht. Fährte Bayern hätte... rein. Die wäre besser. Die hat kriegt ja auch keinen Support von dir, also die kann, du kannst ja bloß nichts machen. Ich kann kaum was machen. Naja, Cap erstmal A und dann. Dann block ich B, dann kriegen die da auch keine Punkte mehr. Ich versuche mal ein bisschen auf die Bayern noch zu supporten. Klar. Mit meiner Hauptbatterie gleich. Ja, ich glaube, da guckt sowieso keiner zu dir hin. Ah, hier kommt die Bayern, die pusht rein. Da kann ich gleich eine ordentliche Breitseite reinhauen. 720 Punkte haben die schon, du musst unbedingt cappen. Und ich muss blockieren hier. Jetzt guckt die Bayern. Die Kelly. Oh, du musst unbedingt irgendwie gleich supporten, so schnell wie möglich. Wieso? Es wird hier richtig brenzlig für uns. Sieht nicht gut aus. Aber das darf es nicht sein, weil wenn der Zerstörer so viel rausgeht, das darf nicht so enden, wie es jetzt schon wieder ist. Naja, jetzt mal, wenn die Ismail, die hatten halt auch die zwei Caps gleich. Das war ja schon gut, das Entscheidende. Die war auch die vorwärts. Ah, nimmt der noch meine scheiß Kanone wieder raus. Alles abgeprallt, ey. Wahnsinn. Aufgehört zu schießen und mich verarschen. Na, da kannst du knicken. Und zumal die haben ja noch Wille zum Wiederaufbau. Das Ding ist durch. Ein. Ja. Gib die Hoffnung nicht so schnell auf. Die, Bayern sind noch komplett. Komm hier hoch. Die Bayern sind noch komplett. Dass du besser reintorpen kannst. Die Bayern sind noch komplett. Voll. Ich blockiere jetzt hier B. Hast du keine Punkte mehr kriegen? Aber Frage ist, wie lange noch? Ah, unser Bayern macht das aber auch. Die kommen von unten. Also da wird jetzt erstmal punktemäßig bei denen nichts mehr laufen. Ja, es muss aber ein Schiff von denen raus. Ja, die werden mich rausnehmen. Das ist das Problem. Ja. Und dann kriegen sie wieder Punkte. So jetzt nochmal Brand. 8000 nochmal. Die Bayern, wenn er die noch rauskriegt. Nochmal ein Brand. Wenn er die Bayern noch wegmacht. Ja, ich glaube, einer davon brennt richtig aus hier. Davon die hintere, die ich... oder? Mit Beschuss von der anderen Bayern? Versuch die Kelly auf jeden Fall. Ne, ich gehe auf die Bayern. Jawohl, die ist raus. Ja, und dann ins Cap, genau. Dräng die vielleicht raus, dräng die raus, das wäre nicht schlecht. Na, das muss unser Bayern ja regeln. Wenn die das schafft... Hey, Blaze Brain. Na, schön, dass du es geschafft hast. Und die Club... Blockt natürlich komplett meine Torps jetzt, wa? Oder?
Guck mal, du bitte, ich sehe es nicht. Ja, teilweise. Nee, die gehen gut durch. Kommen die? Da muss einer kommen, denke ich. Ja, ja. Sicher? Ja. Unser Sieg ist in Sicht. Ja. Einer kommt, einer kommt. Der würde reichen, einer. Und der reicht nicht ganz. Doch, aber das macht jetzt die Bayern. Hoffentlich. Dann geh du schon mal auf die Kelly. Weil die Bayern wird cappen bei B. Das Cap. Das macht die Bayern ja jetzt. Ach so, gut. Die ist ja eh drin. Außer die verreckt jetzt noch. Nee. Ja, geile Scheiße, Mann. Oh, ist das schon wieder fett, ey. Ja, punktemäßig auch vorne, schön. So, warte mal, wir holen das Cap jetzt noch zusammen. Jetzt ist die Bayern scheiße. Alles geil, gut, ist gut. Geil. Ist gewonnen. Ist gewonnen. Ist das fett, Alter. Ich könnte mal so wieder hin. Ich könnte mal so wieder hin. Jetzt muss ich auch losfahren, du. Jetzt muss ich auch losfahren, ja. Es sind nur noch 5,6. 5,2 ist mein Tonwert. Alles das ist auf dem Weg. Das ist nur die Insel, ne? Oder? Ne, das ist nicht die Insel. Ich fass es nicht, Alter. Wir haben es echt gepackt, Timo. Guck mal, die fährt genau in meine Turbs rein. Guck dir das an. Das ist wie ein Länderspiel hier. Guckt euch an, Leute. Ich fress hier den Besen. Admiral ist on fire. T61. Boom, Schaka, boom, boom, boom. Ja, GHB79. Du kommst genau richtig. Es läuft wie im Länderspiel. Yes! Oh, Euphorie. Clip it. Alter, und das musste man erstmal richtig drehen, ja? Das sah ja nicht gut aus. Ja, aber ich habe stark daran geglaubt an den Sieg. Ja, du ja sowieso immer. Der Admiral ist ja mal sehr, sehr skeptisch. Oh. Der skeptische Admiral. So, also. Admiral Skeptik. So. Wie sieht's aus? Gleich weiter oder? Direkt weiter. Momentum ausnutzen. Alter. Ich bin mal so, oh Mensch, ey, wir haben jetzt hier drei Siege. Jetzt kommt auf jeden Fall eine Niederlage. Mach's gut, Atze. Atze, schön, dass du dabei warst. Tschüss. Jo, ist ja auch schon spät. Jetzt kommt auf jeden Fall eine Niederlage. Sag das mal nicht so laut. Die Taktik läuft zurzeit, die Strategie. Blazy. Mal schauen. Aber stimmt, er hat ja auch geschrieben hier, ne? Was? Wenn im Endscreen dieselben auftauchen im Gegnerteam und eine T61, sagen wir mal, 200k Damage hat, fällt es schon auf. Ja, du musst so viel überprüfen dann, ne? Und dann ist es vielleicht doch ein Zufall gewesen, dann lassen wir es nicht, gestatten wir es nicht und dann war es aber doch nicht so. Ja, dann gibt es übelst Zankereien. Aber am Ende, ja, hätte man das. Das ist mir jetzt erstmal so eingefallen, jetzt hier, wo es hier mit Scooby-Doo und FIFA-Viecher, da hätte sich wirklich nur welche suchen müssen, so mit denen er so einen ganzen Tag zockt. Jetzt mal angenommen, jetzt nur mal als Beispiel, ne? Und hätte das so machen können dann, und da hätte der ja easy peasy, könnte da 300.000 Damage machen mit einer Yamato. Weil was hat Ene Yamato? Ja. Nee, der Gegner, also Kurfürst hat ja fast 100.000. Also 90 bis 95.000, je nach Skillung hat die. So könntest du aber generell übelst cheaten, ja? Du könntest jetzt sagen, wenn du jetzt so viele Kumpels hast, zwei Dreier-Divisionen, alle nehmen Kurfürst und du nimmst eine Yamato und den drücken die halt rein, dann sind die alle im Gegnerteam, dann fahren die alle zum Rand und du kickst die Skills die Yamato noch auf Reload und dann ballerst du einen Kurfürst nach dem anderen weg, Alter. Und zack, hast du 300.000-400.000 Damage. Na klar. Aber nee, sowas wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht verleiten jetzt hier. Das ist ja. Das ist Betrug. Und wenn wir einen erwischen, gibt es sofort eine Anzeige. Anzeige ist raus. Na, warte mal, da kann ich ja nebenbei mal was testen. Wir eher warten müssen. So, jetzt teste ich mal was. Also nicht erschrecken, Leute. Ich teste was. Ach so, ja, warte mal. Ist jetzt auch doof, wenn ich das jetzt teste. Dann muss ich das ja fürs Match wieder richtig einstellen. Nee, lass ich jetzt noch. Teste ich am Freitag. Ich habe übrigens Freitag Urlaub, da kann ich schön Stream vorbereiten. Für Sonntag. Nett.
Timur? Ja? Alles. Hast du dich schon wieder gemutet? Na, ich hab mich nicht gemutet. Ich wollte jetzt, ob ich noch eine rauche schnell, oder? Nein, nicht, dass du gleich wieder ziehen musst wie ein Schornstein. Oder, ne, Schornsteine ja. Ziehen ja nicht. Nee, die blasen aus. Ja. Ah, ja. Ah, die Taschkent runter, hä? Vom finalen Putt am. Was? Seit 1.11. Ne, wie denn nun? Ja, doch, seit 1.11. zu Hause wegen Lockdown. Krass. Na, ich rufe mal eines dort noch. Mach mal. Und jetzt findet das Match, pass auf. Direkt so, klick, klick. Dann Match. Na, weißt du, was eigentlich cool wäre, wenn wir das jetzt wirklich noch auf Rang 5 schaffen? Nächste Woche haben wir ja Frühschicht, da kommen wir ja eh nicht zusammen. Und es gibt ja noch eh noch keine Matches auf 5 und es wäre halt top, wenn das so lange noch keine Matches gibt, bis wir wieder Spätschicht haben. Ja, das könnte sein. Aber dann ist das die letzte Woche, ne? Die dann anbricht. Match übrigens gefunden. Match. Ich hab's gerade an. Ich könnte kurz. Er hat gerade den Böller da angezündet. Und direkt. Die Marlboro. Den Sargnagel. Ja. Die Marlboro. So, let's go, Leute. Okay, eine Familie, Timo. Und sonst nur Schlachter. Ismail haben wir aber auch. Fuso. Ich hole jetzt als erstes das B-Cap, ja? Ja. Oder meinst du A? Ne, ich will erst das B und dann das A. Das finde ich gut. Ja. Jo, danke, Barski. Barski, tschüssi. Gut, support that target. Fuso fährt rückwärts. Ja, das ist schon mal gut. Unserer. Aber irgendein Schiff macht da komplett breit. Ich weiß nicht welches. Ismail natürlich. Oh, nicht im Ernst. Die Ballerburg. Ja klar. Wer sonst? So, da die ist so breit. Ja, ich komme aber nicht ganz dran. Ich komme jetzt dran. Soll ich schießen oder auf den Zerstörer warten? Nee, schieß, das ist nur eine Fubuki. Alles klar. Alles klar. Das ist doch nur eine Fubuki. Ich guck mal, was die selber bringt. Ja. Oh, die sehen gut aus. Oh! Ja. Und ansonsten ist die Fuso auch breit jetzt. Ja. Und wo ist denn wohl die Fubuki? Fährt die wohl zu C? Ich weiß es nicht. Weil die ganzen Schlachter da auch hinfahren? Fuso kriegt jetzt, ich weiß es nicht. Boah, ich denke Fuso mal. Hat auch richtig hart bekommen. Ich gehe jetzt auf die Fuso, weil die ist, jawohl, gibt ein besseres ansonsten Ziel. Ansonsten ist auch die Ismael wieder zum Beschuss. Ja. Ready. So, jetzt gehe ich. Pass auf, ich fahre jetzt wie gesagt zu A und check mal unsere Teammates, damit wir mal so wissen, wie es steht. Okay, Fuso ist noch voll. Warspite ist auch gut dabei und Ismail auch noch voll. Also bis jetzt sind wir damage-mäßig klar im Vorteil. Ja. Also was den gemacht hat. Und Cap-mäßig. Und Cap-mäßig. Ja. So, also das sind schon, ist schon mal ein guter Anfang. Am besten jetzt Ismail alles auf die Fuso. Naja, die dreht leider dämlich raus. Ich kann die Ismail nochmal gut beschießen. Die fährt ja, da immer noch breit. Auf 15,5 Kilometer circa. Ist aber aktuell nicht offen, leider. Okay. Naja.
Ist die Fubuki wohl sogar am Spawn und AFK? Ich weiß nicht. Das glaube ich, so glaub ich mittlerweile, ja. Ich glaube auch, dass die AFK weil auch die, weil auch die Schlachtschiffe da so rumtanzen da um den Punkt. Na, ich, der nächste Weg ist da hoch, wo die jetzt sind. Ja, klar. Weil auch der zu C fährt, der eine Schlachter. Ja, richtig. Ist bestimmt AFK. Mit Sicherheit, ja gut. Ein Sieg dann noch, dann ist 5. Ja, Fuso ist fast raus, zieht da 17.000. Macht sie weg. Macht sie weg. Jetzt Arizona hat auch kassiert, da gehe ich als nächstes drauf. Nee, nee, bei B ist... die ist bei B. Die ist doch bei B und die ist genau bei dir, ey. Ja, ich hab eine Ausbildung im Ausweichen gemacht, das geht schon. Oh, ich komme sofort zurück jetzt, weil unser Schlachter capt das Cap. Ja. Da ist er! Ja, die hat aber, glaube ich, schon getorbt. Ich fress höchstens von vorne 1-2. Ich bin direkt auf dem Weg zurück. Boah, dreifach zieht auf Ismail und raus. Geil. Oh, jetzt habe ich aber auch übel gefressen. Frontal sogar. Lächerlich. Ja, da kommen die Torps. Nimm die dich raus? Wenn die... Ja, da kommen aber nochmal Torps. Also zwei. Bist du raus oder was? Nee, das müsste ich so eben überleben. Naja, hey, 4000. Tag, Alter. Da kam die doch noch, die Fubuki. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Aber jetzt bin ich raus, glaube ich. Jetzt könnte ich sogar heilen noch. Oh. Ja, du hast es überlebt. Ja, heil dich. Ich kann heilen. Ich bin noch auf dem Weg. Du bist doch jetzt erstmal safe von den Bergen her. Also flankenschutzmäßig. Ja, ich versuche abzuhauen. Und habe HE geladen. Na, dann machst du aber jetzt breit. Die kommen jetzt rum. Die Fuso kommt rum. Oder du nimmst die Fuso. Hi. Also, ich hab jetzt schon auf HE gewechselt. Ah, du musst doch wegfahren, sonst tobt dich die. Ich mache jetzt so nah an. Ja. Ich habe jetzt so nah schon mal an zur Sicherheit. Ja. Ich fahre jetzt rechts an dir vorbei. Okay, vielleicht kannst du so aufdecken. Ich habe HE reingeladen. Naja. Der muss nur aufgehen. Nein! Oh, jetzt hol ich das Cap. Dann mach ich die Fuse. Da sind die Turbs, Achtung! Ja, dann mach ich die Fuse noch eben, bevor ich rausgehe. Oh, schaff ich's noch rechtzeitig? Nee, ich schaff's gerade so nicht. Fick dir, sorry. Oh! Jetzt wird's eklig. Fuse raus. Sehr schön. So, gut. Und ich schaff's abzuhauen vor den Turbs. Ja, sehr schön. Oder fress ich einen? Fress ich einen? Ne, schaff ich. Da ist er! Die kannst du ja notfalls mit den Guns schon mal ein bisschen bearbeiten, ne? Die fährt rückwärts, jawohl, ich hab's jetzt im Fokus. Da ist er. Gut, ich guck, die fährt auch in meine Turbs rein. Ich kann auch die fährt meine Turbs, alles easy, bleibt ruhig, die fährt meine Turbs. Jawohl, ich hab noch einen Motorausfall gemacht und damit ist er weg. Geil! Sehr, sehr, sehr geil. Ist das jetzt schon Rang 5? Ne. Das ist einer vor Rang 5. Danach müssen wir noch einmal gewinnen. Scheiße, ey. Leader Blackjack, moin! Moin! Ne, wir machen bis Rang 5 auf jeden Fall. Ja, so wie ja, 1.30 Uhr, 2 Uhr oder 2.30 Uhr, mal gucken. Ne? Ich gehe dann all in auf West Virginia, ja. Mach, kannst du dir erlauben. Aber Cap vor noch B, bitte. Naja, ist... Ah, guck mal, da ist die Warspot raus. Soll ich das wirklich machen mit All-In oder Safe? Nee, mach euch. Nee, wir wissen, nee, ich lass ja nichts anbrennen. Ismael da hinten. Da mal, bewahrt einen kühlen Kopf. Der Admiral. Nee, ich lass ja nichts anbrennen. Da lässt er sich nicht verleiten. Mach ruhig. Da, oh, jetzt kriegt die West Virginia wird jetzt schon zerlegt. Ja. Ja, das. Das war ich nochmal, gut. Schön, ja, dass ich bin der Hauptbatterie. Du bist im Wille zum Wiederaufbauradius. Und ich hab's nochmal angebrannt. Sehr schön. Ich mach das jetzt mit der Hauptbatterie. Fährt die Arizona rückwärts? Kannst du da mal... Nee, ich bin gerade auf hier im Kampf mit Torps kommen auf West Virginia. West Virginia ist raus.
Wenn sie nicht vorher jemand finisht. Ne, die kriegt vorher schon. Ansonsten hätte ich sie jetzt rausgenommen. Ne, gut, ich nehme sie doch raus. Bam! Woohoo! Jack Zalek! Alter, das ist ja heute hier der absolute Burner. 5 Siege in Folge oder 4? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja. 4 oder 5? Der 5, das ist, glaube ich. Mein lieber Herr Gesangsverein. Weißt du, was ich jetzt mache, Timo? Ich ziehe jetzt meine Marlboro rein. Genau. Wollte ich gerade vorschlagen. Ich kann aber leider die Kamera nicht auf dich übertragen. Ist kein Problem. Oh, ich öffne jetzt nochmal das Feuer auf Arizona mit der Hauptbatterie. Die guckt nämlich überhaupt nicht zu mir. Ah, ich würde noch gerne ein bisschen Damage machen. Ich habe erst so wenig. Oh, okay. Boah, jetzt Kamikaze vor euch jetzt hin. Kamikaze-Style. Mal sehen, ob die mich mit einem Dings rausnimmt. Schafft die nicht. Wird nicht mal mit HE klappen von vorne. Also da müssen die schon sehr gefunden werden. Ja, guck das an. 1000 bloß. Ja. Komm schon, Kamikaze, komm her. Jetzt dreht sie ihre hinteren Geschütze rum. Jetzt mache ich einen Haken. Denn die müsste jetzt schießen. Jawohl, hat sie. Komplett daneben. Nee, daneben nicht, aber. Oh, jetzt dreht sie schön raus, ja. Ja, die sieht zu, dass er wegkommt. Ja, die Türme kommen jetzt eh nicht hinterher. Die wird jetzt nach links fahren. Spielt ein bisschen mit der. Bam, 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 bam! So. Jetzt mache ich das hier mit der Hauptbatterie, da tobe ich nicht mal. Ja, dann schieße ich nicht. Nee, mach ruhig. Na, oder ja, dann lass. Ja. Brennt? Ja, lass mich falsch machen, komm. Ah, zu spät. Sind okay. In der Luft. Was war denn das? Warte, einen habe ich noch. Nimmt er mich noch raus? Nein! Yeah! Woohoo! Schicksal! Morgo! Moin, moin, moin! Ach, guck mal, 6-2 erst. Hä? Ich habe mich aber vertan. Da dachte ich eigentlich. Stimmt nicht! Das stimmt doch nicht, oder? Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Das stimmt nicht. Oder? Warte mal. Was sagt der Chat? Nee, wir brauchen doch bloß rechnen jetzt. Das sind 4 Sieger. Und wir sind bei was gestartet? Nee, wir sind bei 8-2, also 7-2 gestartet. Das passt. Ja? Ich dachte jetzt schon Betrug. 7-2. So, 1, 2, 3, 4. Doch, stimmt. Oh, ja, ja. Ich dachte jetzt aber auch, ja. Da war ich aber ganz schön neben der Spur. Was war da denn los? Total neben der Spur. Ich wollte es. Also, total. Ich dachte jetzt, wir sind jetzt auch schon. Oh, jetzt gab's Booster. Yeah. Jetzt war ich auch völlig von der Rolle, ja. So. Oh ja, es gab Booster. Das ist wirklich. Hast du auch, schick, da? Schick. Hm? Jetzt habe ich wieder 9. Also epische. Steht denn hier was? Status? Getaway Timeout? Was ist denn jetzt? Mein Tippi-Stream irgendwas. Kack grad ab. Was ist denn da los? Getaway Timeout? Na, das ist irgendwie von Tippi-Stream anscheinend. Ich geh schon mal ins Netz. Mhm. Page not found. Naja, Tippi-Stream kackt gerade ab. Warte mal. Ah. Irgendwie. Was ist ein Tippi-Stream? Na, Tippi-Stream, damit, das ist das Programm, damit du die Follower und sowas alles anzeigen lassen kannst. Ach so. Das kackt gerade ab. Jetzt geht's anscheinend wieder. Warte mal. Ist aber immer noch so komisch. Oh. Ach doch, jetzt geht's wieder da. Jetzt geht's wieder.
Ja, jetzt kommen sie. Ja. Oh, da steht immer noch irgendwas Komisches. Out. Timo, hörst du mich ja? Ich höre dich. Der Timo fragt, warum du die Arizona bevorzugt. Das ist eigentlich ganz klipp und klar. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich habe es gestern schon mal gesagt, dass die wirkt für mich ein bisschen konstanter, was so die Performance einfach angeht. Und ich finde halt auch, ich weiß jetzt, das sind dieselben Kanonen alles, ja. Aber ich finde, die knallt irgendwie besser rein einfach. Das ist von allen, meine Meinung, West Virginia, was haben wir noch? Kelly, New Mexico, ne? Und Arizona ist einfach die Arizona, die am besten Ja. performt. Das ist irgendwie. Das, die anderen sind nicht weit dahinter, Nee, also gerade die Kalifornien nicht, aber ich weiß nicht, da für mich ist die Arizona ein bisschen einen Ticken weiter vorn. ja. Ich habe die auch alle getestet und Das so. Ich sind fand ja auch auch die die. 356er, ne? Die Kalifornien auch hat. Naja. Aber ich muss auch sagen, dass die am besten performt. Und West Virginia ist auch nicht schlecht, aber die hat halt nur Zwillingstürme, ne? Du siehst das auch so ein bisschen an der Präzision, finde ich. Die ist zwar auch immer noch ziemlich präzise, aber dieses Flugbild, dieses Granatenbild, diese Gruppierung, die kommt so bei Arizona und California einfach ein bisschen besser rüber und dadurch wirkt das alles präziser. Naja. Aber wie gesagt, ich glaube auch mit Kelly könnte man hier richtig gut abreißen und richtig gute Runden. Supporten und alles wird auch gut gehen. Aber ist die noch mal ein Ticken langsamer? Die California? Ja. Ich glaube, die dümpeln alle so bei 18 Knoten, 18, Okay. 19 Knoten rum. Ich gehe noch mal schnell eine rauchen, während das hier lädt. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, die ist noch mal einen Ticken langsamer, kann ich weiß es nicht. Na, dazu kommt, die Arizona war halt weit vor der California und vor der West Virginia im Spiel und dadurch, ich habe mir die damals gekauft und guck mal, Match gefunden. Ist das doch nicht sehr ernst? Und dadurch Jedes habe Mal, ich wenn ich darauf auf hier. dem Schiff natürlich schon ziemlich Erfahrung gesammelt, so. Und die California im Vergleich, das ist ein Bruchteil, was ich die gespielt habe. Ja. Und hat mich nie hängen gelassen, die Arizona. Die hat solche krassen Runden gehabt, also da sind mir teilweise aus dem Kopf gefallen. Oh, das ist ja krass. Jetzt guck mal, das wird jetzt eklig für mich, du. Und das ist eine gute Divi. Ey, das ist Ja, Stäbchen. Das ist der Stäbchen. aus der Dings. Ah ja. Von der schwarzen Flotte. Ich hol zuerst B. Ach, das ist sinnlos. Die haut sie jetzt schon wieder. Ist doch dumm. Da mache ich das mal schnell aus. Nein, ach lass. Lass. Das ist doch behindert. Das ist doch jetzt Nee, das ein. schaffen wir. Das schaffen wir trotzdem. Maschinenboost aktiviert. Ziehen alle zu B. Okay, lasst mich ruhig alleine hier. Keiner zu A, zu C. Ja. Alle Stationen, vorrücken zum Erobern, dies sind alle Stationen. Das ist genau die Frage wie Warspite und Arizona. Da sagen die einen, ja, Warspite ist das Nonplusultra. Die anderen sagen, ja, Arizona gefällt mir aber da doch ein bisschen besser. Ist so ein, weiß ich nicht. Da kann man echt schlecht einschätzen. Okay, jetzt fährt doch ein Kreuzer, eine Dallas mit zu C. Nee, ich mach, geh auf die Brücke. Das ist mal so ein Zur. Was macht denn die Dallas hier? Ey, die Dallas verstehe ich gerade überhaupt nicht. Die schießt hier einfach wild ohne Ziel rum.
Der Admiral und der Dragula, die haben wir das Ding gerockt, Leute. Doppelschlag und jetzt sind wir auf dem WSA-Cap. Warum? Ihr habt gefragt, deswegen, warum ich auf die Brücke gegangen bin. Der Stäbchen von der schwarzen Flotte ist ja im gegnerischen Team. Ich weiß ganz genau, dass er nichts in Stream gucken wird, aber wir wollen ja wirklich nichts anbrennen lassen heute. Rang 5 ist unser Ziel. Und jetzt haben wir das Ding ja klar gemacht. Also das war ja eine fette Runde, da ärgere ich mich eigentlich schon wieder. Und ja, läuft auch meine Musik im Hintergrund. Dass wir das Ganze jetzt hier nicht gezeigt haben, das war ein phänomenales Ding gerade. Übelst krass, die Dallas, ja. Die stand hinterm Berg. Ich habe AP reingeladen gehabt am Anfang des Matches und es kam 2000er AP-Salben auf die Dallas und da geht's raus. Und jetzt haben wir hier nur noch den besten vom gegnerischen Team, Stäbchen HD. Hatten wir übrigens gestern auch schon im Gegnerteam, da haben wir das Match aber verloren. Timo, falls du dich erinnern kannst. Ich erinnere mich. Und Stäbchen, ich habe auch gesehen, dass du mir dann eine Freundschaftsanladung geschickt hast und die habe ich natürlich auch sehr gerne angenommen. Und jetzt wird es ja auch gleich zum Fight kommen. T61 gegen T61. Er ortet mich, ich orte ihn. Ich habe halt einen entscheidenden Vorteil, denn ich habe Dragula im Gepäck. Wo ist er? Da ist er. Und er hat auch HE im Gepäck. Nein, ich lasse euch erstmal kämpfen. Dann, ne? Was? Nee, lass uns erstmal kämpfen. Lass uns erstmal kämpfen. Wow. Er haut ab. Er fährt komplett raus. Er will sich jetzt nicht raussehen lassen. Pass auf, dann ist mir egal. Dann hole ich das Cap. Ja. Ich muss ihn jetzt ja hier nicht irgendwie auf irgendeine Art vorführen oder so. Bravo Foxtrot. Lese ich zum ersten Mal. Hallo. Hallöchen! Bravo Foxtrot! Na, oder warte mal, nee, ich jag ihn doch mal lieber, weil weiß, wie gut er ist, weil unser Cap, das holt jetzt gleich, das holt jetzt unser Kreuzer. Ja. Ich, dass er jetzt versucht, dich noch zu kaschen. Ich bin noch nicht mal sichtbar. Na, dann fährt er komplett raus. Aber wir haben jetzt eh gleich nach Punkten gewonnen. Foxtrot, Universe, Charlie. Uniform. Ah, Uniform. Bravo, Foxrot. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Bist du von der Offiziersmesse oder? Schön gespielt. Jetzt bin ich offen. Ich denke mal, er wird kurz vor Schluss nochmal schießen. Also jetzt. Sieg! Damit ist es jetzt ein Sieg. Ein bis Sieg, zu Rang Alter. 5, bis zum sicheren Rang. Alter, 5. Ein Sieg. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Doppelschlag hier, geile Sache. Oh, krass, krass, krass. So, oh, wir haben fast gleichen Damage. 45 und 47.000. Echt krass. So, also es ist eine überragende Bilanz jetzt hier. Wirklich ein 5-0-Lauf. Und jetzt geht der Puls auf jeden Fall nach oben, weil jetzt kommt die entscheidende Runde. Jetzt, normalerweise müssen wir jetzt aufhören. Timo. Ja, das Momentum ist gut. Wie? Na, dieses Momentum, was man hat. Wenn es einmal läuft, dann läuft's. Achso, also weiter. Ja klar, zumindest diesen einen Rang hier noch jetzt erreichen. Timo, ich hoffe es klappt. Ich bin schon wieder, es ist gerade so, als ob wir auf Rang 1 jetzt gehen. Aber diesmal wird es dann so sein, dass wir beide direkt diese Season abschließen. Hm. In der letzten musste ich dann ja nochmal zwei das Runden stimmt, alleine ja. spielen. Ja. Aber hat am Ende ja dann doch geklappt. Ey,
Es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das jetzt schaffen. Dann könnten wir noch ein, zwei Runden Feldzug machen. Ja. Oder wollen die Leute weiter ranked sein? Wir können ja eh nicht groß verlieren, oder? Auf 5. Nee, aber wir finden ja kein Match. Ach stimmt, da war was. Da war was. Das finde ich auch immer so geil, wenn du so einen Save Point erreicht hast. Die ersten zwei Sterne, die sind mir wurscht. Also da gehe ich komplett locker rein, ja. Weißt du, weil es dann erstmal scheißegal ist. Richtig. Das ist halt. Oh, ey, und was ich auch finde, auf den hinteren Rängen, wenn du dann 5 oder 6 Siege brauchst, da bist du irgendwann in der Mitte angelangt, dann kannst du ruhig mal verlieren, ohne dass du direkt einen Rangabstieg befürchten musst. Ne? Ja. Das ist dann auch wieder so ein bisschen sicherer. Alles. Ich bin jetzt aber extrem aufgeregt. Ja. Das ist jetzt hier, ich ziehe ja im Sekundentakt an der Pfeife. Musst du mal ein bisschen Baldrian reinmachen oder so. Ich wollte es gerade sagen. Aber lauf, ich lasse einfach in der Zeit mal ein paar Highlights von unserem letzten Rekordstream laufen. Und ich habe es mir vorhin auch nochmal angeguckt. Lass ich jetzt einfach mal laufen, solange, wenn wir das Match haben, gehen wir natürlich sofort ins Match, Leute. Genau. So, warte mal. Wo haben wir es? Ah, hier. Stream Highlights, hier ist es. Und ansonsten habe ich auch nochmal. Na, machen wir erstmal Stream Highlights. So, wartet und bam, 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 bam. Und komm, noch 2 Sekunden. Yeah! 2 Sekunden kann ich, dann schieße ich. 1 und weg ist er. Ja, zuerst komm mal zuerst. Und bam! Oh, hier, Sarah. Also da unten und da. So, jetzt auf Miyoko, volle Breitseite. Ja, mach ruhig. Ich mach hier die Krake. Bäm! Vernichtet! Der Roma, der Reload ist ja. Also ich, Timo, ich muss sagen, die Roma ist geil. Boah, zieht der Telefrontal auf Roma! Nein! Was? Oh! Jetzt sind sie weg! Sorry! Bam, Sascha. Der ist vorher raus, Timo. Ich lasse meine Sekunde weiter schießen, ich zieh gar nicht rein. Ja. Sehr schön. Sieg. Nebenbei bemerkt. Und das könnte es jetzt. Ich brenne jetzt schon. Ja, also Fidschi wird sich jetzt gleich erledigt haben. Das ist eine. Oh, die Kia. Guckt euch das an, Leute. Bam. Boah, jawohl. Das war eine richtig fette Salve auf die Band. Jawohl, und nochmal. Und jetzt kommt schon ein Sekundär regelt. Jawohl, und Sekundär regelt hier. Perfekt. Oh, und ich komme genau zwischendurch. Ich komme genau durch die Tops. Yippie, guckt euch das an. Haha, ihr selber rein. Ja. Und? Oh. Und die verbrennt vorher. Die verbrennt. Nein, die hört sich ruschel. Der halt. Yeah. Okay, gleich. 4 Sekunden noch, wenn nicht jemand vorher kommt. Da ist er. Ah ja, die Map, die mag ich aber. Ja, ich auch. So. Was haben wir? Icarus. Warspite und La Gastionera ist eine Divi. Okay, ich versuche mal die La Gastionera irgendwie rauszunehmen, vielleicht direkt. Oder zumindest stark zu beschädigen. Also ich mache erst zu A und dann, ne? Zu B. Ja, auf jeden Fall. Ach bitte, Baby, bitte lass es klappen für mein Herz, bitte. Bitte lass. Oh, ich hatte noch HE drin, ey. Oh, bitte lass das jetzt einfach nur klappen, ey. Lass es jetzt einfach nur klappen. Einfach nur noch eine schöne Runde. Los, mein Schatz. Lieber Wargaming-Gott, ich bete zu dir. Wir waren eigentlich immer artig. Wir haben jeden Tag gespielt, fleißig. ...95 jetzt, Puls. So, bin jetzt im A-Cap, sind auch als erstes. Was? Ich habe ein paar Bilder zu deinem. So. Zu deinen Geräuschen. Okay, wir haben jetzt einen leichten Vorsprung. Wir sind etwas eher im Cap als der Gegner. Ah, Dunkirk haben wir? Wir haben eine Dunkirk, ja.
Irgendwie finde ich die ja geil, wenn die da so spitz stehen, aber die kassieren irgendwie auch voll übel. Naja. Na, so übermächtig wie die Jambot auf ihrer Stufe sind nicht. Ist er auch nicht. So, support that target. Oh, wir sind ein ganzes Stückchen R im Cap. Weil der Kreuzer mit reingefahren ist. Oh, der Kreuzer hat einen guten Blick, um dich zu unterstützen. Ja. Die Trento. So, bin jetzt im Cap. Ja, gut, gut. Da sind alle Schlachter offen. Da ist eine. Ja, ist noch der Zerstörer, ne? Der fehlt. Na, der ist weiter links von allen. Okay. Das zieht er auf La Galissonière. Jawohl! Wenn das Cap jetzt durchläuft, dann sieht es schon mal richtig gut aus. Und die sind alle breit, die fahren alle breit für euch, Leute. Die fahren komplett breit. Ich muss gerade aussetzen, ich da muss die La Galissonière. Ne, jetzt ist er drinnen. Jetzt ist der Icarus drinnen. Ich fahre jetzt leicht rückwärts. Machst du nah an? Da ist er! Da ist er! Drauf! Hier, Trento, wo bist du? Ausfall, jetzt drauf. Ich kann jetzt auch. Oh, scheiße, ich drücke. Da ist er. Jetzt ist er wieder. Hat zugenebelt. Ja. Aber er fährt dadurch aus. Jawohl, er ist aus dem Cap raus. Ich habe ihr auch noch 4000 abgezogen. Echt? 4000, ja. Dann ist der so gut wie am Arsch. Boah, die Bahn hat auch hart gefressen, Leute. Hier geht's richtig ab. So, komm schon, Baby. 27 Sekunden, dann haben wir das Cap. Und jetzt kann ich wieder turben. Die Turbs gehen raus Richtung Icarus. Ja. Sonar läuft noch 50 Sekunden. Und die sind alle breit da hinten. Du würdest die Icarus also jetzt mit ganz zur Not wegkriegen? Weiß ich nicht, wie viel sie noch hat. Ja. Mit dem mal 6, 6,5 willst du weg haben. Ich fahr jetzt da hinter den. Jawohl, Cap Hammer. Schön. So, ich fahr jetzt raus, macht euch bereit. Es könnte jetzt passieren, dass er. Ich hab gar nicht geschafft. Okay, ich jag sie jetzt. Ich jag sie jetzt, okay. Da ist er! Da ist er, da ist er. Und die kommt genau in mein Schussfeld. Boah, die hat mir aber auch hart, hart zugesetzt. Und ich krieg jetzt von den anderen. Jetzt brauche ich Support aber auf dir. Ich bin gleich raus! Scheiße. 2 Sekunden noch. Ich bin raus! Oh nein! Die hat nichts mehr! Die haben alle auf mich geschossen! Scheiße! Ja, die ist raus! Ja! Oh! Und wir haben 2 Caps! Ja! Sehr schön! Komm, Timo, komm! Warte, ich check mal unseren Bestand. Also, danke komplett voll. Trento komplett voll. Du halb voll, Fuso voll. Tops auf Kalifornien. Fahrt mal nicht so breit, ihr fahrt komplett breit. Ja, ich muss wieder. Vor allem du. Ja. Alles gut, ich bin. Bleib lieber bei der Fuso, oder? Ja, ich darf nicht zu weit raus. Okay. So, ich kann heilen wieder. Gut. Du kriegst jetzt wieder vom Warspite, du bist wieder komplett. Das ist nicht die La Galissonière, die dahinter steht mit HE-Spam? Nee, gut, ja, du kriegst. Ja? Doch, das ist die La Galissonière, glaube ich. Ja, da steht sie. Scheiße. Vielleicht kriegen wir die das raus. Wort, weil die cappen jetzt auch gleich. Mhm. Oh, das ist spannend, Alter. Kelly, die ist auch viel zu voll noch. Boah, du kriegst halt übelst. Ah, du stehst auf jeden Fall erstmal gut spitz. Ja, ich versuche wieder zurückzukommen. Die Kelly ist halt jetzt da, die hat kaum Damage gekriegt. Aber die Trento kann die jetzt die ganze Zeit anzünden. Ja. Komm. Bitte mach es. Ah, jetzt hat sie schon ein bisschen verloren. Jetzt hast du sie breit, oder? Nicht ganz. Doch. Die, aber hier Dings hat sie jetzt breit. Ich hoffe, die Salve kommt jetzt. Ja, nicht so schlecht. Und die Turbs kommen auch Richtung von der Trento. Die Turbs kommen. Die Turbs kommen, Timo. Auf die Kelly. Die kriegt 2er. Okay. Ich muss zumachen. Die kriegt. Mindestens ein. Ein kriegt sie auf jeden Fall. Jawohl, ein kriegt sie. Der ist Gold wert. Ja, aber das sind kaum Damage gemacht. Ja. Ah, die Trento macht die gut weg. Oh, du bist so gut wie down, ne? Ich kann heilen jetzt wieder.
Da kommt durch die Mitte noch die Bayern. Jetzt musst du jetzt noch einer auf die bevor mach die Wille zum Wieder, bevor mach die Wille zum Wiederaufbau. Mach dann ist es ein 1:1 Tausch. Oh, ey, was? Prallt wieder alles ab. Oh, die heilt sich wieder hoch. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Oh, scheiße, Mann. Jetzt kommt nochmal eine Salve. Ah, das wird auch nicht reichen, um die rauszunehmen. Nee, das reicht halt nicht. Die heilt sich auch wieder hoch. Sieht schlecht aus. Scheiße, Doppelbrand. Na, ah, das war's. Ist raus. Ach, Mann. Schade, Mann. Oh. Gib doch nicht gleich die Hoffnung auf. Ah, hast du jetzt auf die Kelly geschossen? Oh. Na klar. Okay, da bin ich raus. Ah. Scheiße, Mann. Die Kelly muss raus. Oh, die kriegst du nicht tot. Kriegst du nicht tot. Was macht denn die Dunkirk da jetzt? Push vor. Und Trento kriegt jetzt richtig auf den Sack. Kriegst du nicht raus. Jetzt ist auch zu. Das Einzige ist gut jetzt, dass die aus dem Cap wieder... Macht denn die Dunkirk da? Fährt in die Steine rein, ey. Ah, das war's. Ach man, ey, scheiße. Ja, die sind aus dem Cap raus. Und die Kelly ist fast raus. Ja, die verbrennt. Komm schon. Ist nicht, ist nee, die heilt sich halt gegen. Oh, die Fuse hat richtig kassiert. Unsere oder was? Die hat locker 20.000 jetzt. Fuck, Alter, die waren noch gut. Jetzt muss voll, die Dunkirk da mal ein bisschen. Was machen? Na, die schießt die ganze Zeit nicht mit, ne? Ja. Die Kelly geht einfach nicht raus. Die kriegst du nicht raus, die Kelly. Kriegst du nicht raus. Jetzt kommt nochmal eine fette Fuse-Salbe, aber die kriegst du nicht raus. Ja, kannst du vergessen. Oh, kriegst du nicht raus, die Kelly. Die entscheidenden Schüsse wieder. Kriegst jetzt Dunkirk, halt dich bereit. Bayern, voll in die Seite. Ja, der fährt spitz da hoch, ne? Die Kelly, die Dunkirk spielt die ganze Zeit nicht mit? Ja, die ist. Ich weiß nicht, was der macht. Jetzt. Na. Aber wir haben die Caps noch, ne? Noch sind die Caps am Laufen. Wenn jetzt nochmal so eine. Oh, da die Kelly. Wenn die Kelly jetzt rausgehen würde. Oh, die wollen sich rammen. Die wollen sich rammen, Bayern und Dings. Was ist denn los, ey? Ach, Kelly, nee, die Kiste. Nee, die fahren aneinander vorbei. Ja, trotzdem. Dann verfährt die Dunkirk aber wahrscheinlich zur Kelly und kann die rausnehmen. Du kriegst die Kelly kriegst du nicht raus. Komm, Dunkirk, fahr jetzt zur Kelly und schieß sie raus. Nee, macht er nicht. Oder oh, die Lagacionera. Das wäre geil. Gott, ah, nix, ey, da kommt gar nichts. Die Kelly geht einfach nicht raus. Siehst du das? Die kriegt die ganze Zeit auf den Sack, aber es passiert nichts. Ah, jetzt macht das richtig. Das war gut. Na, ja, jetzt kriegt er auch von hinten gut, hat kaum Damage. Er jetzt darf komm, nicht sterben jetzt, dabei. Jetzt. Er darf nicht sterben dabei. Die muss jetzt raus. Oh, er ist ja schon so gut wie tot. Gut, das war's. Na, bitte nicht. Es reicht nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Weil er wieder nur mit einer Kanone schießen kann, dann. Und jetzt. Ja! Alter, was ist das, Leute? Fuso Award. Der braucht einen Award. Aber trotzdem, Alter. Das ist trotzdem noch übelst kritisch, ja. Klar. Ah. Vielleicht kann sich die Trento heranschleichen an die Bayern und die Torben. Oh, die Warspite ist halt noch viel zu voll. Ah, Dunkirk geht raus. Ah, scheiße. Ah, Punkte laufen aber noch. Na, noch. Aber das wird ziemlich knapp. Ah. Jetzt geht die Trento doch auch raus, oder? Nee, bis jetzt noch nicht. Die müssen halt, ja gut, die setzt die Warspite immer wieder zurück. Aber es wird nicht reichen. Nee. Die müssen die Bayern rauskriegen. Und da muss die Bayern toben, ne? Ja, oder jetzt Fuso wieder Breitseite auf Bayern. Na, aber die kriegt jetzt erstmal die Fuso. Ah, zum Glück nicht so. Ah, doch, er ist aber in einer guten Position hier mit der. Eigentlich ja. Jetzt nochmal eine ordentliche Seite von der Fuso, nichts. Trento, Torb. Ja. Sehr schön. Oh, viel zu früh, jawohl. Alter. Da sitzt die vom viel Berg. Viel zu früh. Viel zu früh. Aber trotzdem, die kommt, Timo. Oh, einer bleibt natürlich im Berg hängen, ja. Die kommen aber beide. Oh, die kommen. Jawohl. Der hat noch eine Seite. Und nochmal. Jawohl. Schön gemacht. Bitte geh nicht raus, Trento. Ah, doch, bloß nicht rausgehen. Nein. Ach, Mann.
Und jetzt haben die zwei Caps. Das war das Entscheidende. Er hätte nicht rausgehen dürfen. Scheiße, Mann. Jetzt rammt die Warspite natürlich. Ja, das war's. Ach, das war klar. Sah noch so gut aus zwischendurch. Also ich hätte es stehen gelassen, ich würde aufhören. Für heute. Ach nein, das klappt schon. Die rammen sich jetzt. Das ist halt. Wir müssen halt versuchen zu überleben mit dem Zerstörer. Ja. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt, aber. Deswegen. Dann wird das nämlich zu gleich. Für beide Seiten. Dann ist es eine 50-50 Chance, würde ich fast sagen. Es war. René, folgt uns jetzt. Vielen Dank, René. Scheiße. Ach, Kacke. Ach, es hätte die Runde sein können, ey. Ja. Das ist dasselbe Prinzip wie mit diesen Schiffen, die halt, oh, du bist auf Standard. Die halt auf, Entschuldigung. Also ich hätte auf die nur noch so ein Mühe haben und du da reinschießt und dann aber alles abprallt. Aber vorher machst du halt einfach 20.000er Salben. Ich hätte das so stehen gelassen. Also nee, lass uns weitermachen. Also wenn es jetzt eine Niederlage wird, haben wir aber auf. Also da habe ich keinen Bock drauf, dass wir jetzt komplett alles wird, also dass das alles umsonst war dann heute. Nein, das klappt. Weil das ist einfach, die Bilanz ist jetzt einfach zu krass schon. Guck mal, das sind jetzt 5 Siege in Folge und jetzt 1er Niederlage. Das heißt, wir sind jetzt noch 4 plus. Wenn wir jetzt wieder verlieren, wären es nur noch 3 plus heute. Ja, wir verlieren aber nicht. Wir machen jetzt noch entspannt bis 5. Also 2 Matches noch. Also wie ihr sagt, ich... Das kannst du nicht so oft herausfordern. Das ist... Du verlierst, du kriegst definitiv irgendwann. Du kriegst ja keine... Achter Runs. Nee, schon klar. Ist halt mal eine dabei, die du verlierst und dann gewinnst du wieder 2. Dann bist du auf 5. Dein Wort in Gottes Ohren. Es war halt auch, die haben alle auf mich drauf gehauen, ne? In dem Moment, wo ich auch war. Ich dachte halt auch, du hattest da eine 4000er Schelle gegeben, da dachte ich, die hat noch viel weniger so halt. Ja. Die war dann doch noch ganz schön voll eigentlich. Aber ich finde die Danke auch ja nicht gut. Bei Gewerteten. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, ja, die ist im Vorteil, aber eigentlich ist es nicht. Nordmann, ja klar, ich komme aus Sachsen, genau, bin aber eigentlich aus Sachsen-Anhalt. Genau. René, ahoi, ahoi. Hallo. Drückt uns die Daumen, dass wir jetzt die Niederlage wieder ausmerzen können. Ich hoffe, das klappt. Natürlich. Man kann nicht immer nur Sechsen würfeln, weißt du doch. Ja, ich mache noch mal einen Tutorial-Guide an hier für euch, Leute. Könnt ihr euch mal anschauen, habe ich ein bisschen vorbereitet. Let's go. Bis zum Match. Oh, doch. Jetzt. Also so wie jetzt in der Runde sollte es am besten laufen. Wie gesagt, oberste Priorität als DD immer erstmal volle Fahrt voraus, um das Cap möglichst vor dem Gegner zu erobern, damit man schon mal 1-2 Punkte mehr hat, sage ich jetzt mal so. Alle Kräfte, genau, dann auf jeden Fall immer als erstes das Gegnerteam checken, ne? Gucken, hat man einen Kreuzer als Gegner, was hat man für einen Zerstörer als Gegner. Danach
anschauen muss, dann sehe ich auch, wie man weiter vorgeht. Nordmann, nein. Ich hatte auf PC damals mal vor Jahren das Spiel kennengelernt, angefangen bis zur Bismarck gegrindet, die deutsche Schlachter. Dann hatte ich auch wieder aufgehört und dann habe ich mitbekommen, dass es irgendwann mal für die Konsole rauskam. Und ja, dann einige Zeit später, ungefähr 3 Monate nach Release von der Konsolenversion, dann auch angefangen und seitdem bin ich dabei. Und ja, habe jetzt vielleicht vor 3 oder 4 Wochen hatte ich es dann geschafft, alle, wie heißt es, Timo? Tech-Tree-Schiffe durchzuspielen. Also ich habe jetzt hier quasi alles freigespielt, was geht. Und ach, kleine Maus. Moin. Aktuelles Ziel jetzt gerade, wie gesagt. Ranked Ziel, die aktuelle. Wenn wir jetzt 5 erreichen bis Donnerstag. Sieht jetzt ganz gut aus. Genau. Ansonsten, wenn das Ding durch ist, Ranked, dann geht es weiter mit der Jagd auf die Eni. Und dann haben wir ja noch den Feld, die Massachusetts müssen wir noch freispielen dann. Genau. Dann warten wir eigentlich dann auf die Flugzeugträger, die dann jetzt bald ins Spiel kommen, auf der Konsolenversion. So, ja, die ersten Verteidiger, die jetzt haben wir einen. Puls. Mehr Enge. Ist wieder die gleiche Map. Okay. Fubuki, King of Darkness. Und eine Divi, eine Queen Elizabeth. Oh, wir haben auf jeden Fall geile Schlachter als Gegner. Aber wir haben auch eine Fuß und eine Bayern Arizona. Also wenn die Mutsu breit kriegst, wäre natürlich top, ne? Ja, ja. King of Darkness, die hatten wir gestern auch schon. Irgendwas ist mit deinem Bild, das ist nicht so ganz drauf auf dem Fullscreen. Oder sehe ich nur das so komisch? Ja. Das müsste eigentlich passen, oder? Ah, ne, jetzt. Das war doch das Video gerade. Okay. Ja, weil auch das Symbol vom Late Night Stream in deiner Karte drin ist. Das, na, das habe ich ja gemacht, damit keiner die Karte sieht. Ah, okay, okay. Für eventuelle Gegner im Team, die dann schnell einen Stream einschalten, weißt du? Mhm. Ist halt für mich extrem wichtig als DD. Na klar. Dass das nicht verraten wird. So, jetzt auch hier wieder das Cap erobern. Ganz wichtig. Sind als erstes im Cap. Und dann versuche ich mich da gleich hinter an den Berg zu orientieren, dass ich da ein bisschen Flankenschutz habe und den Zerstörer. Ja. Ich weiß nicht, wie ist es, wenn du dich hier in die, auf diese Ecke stellst und da caps. Von da, weißt du, spitz zu A hoch hin. Ich will eigentlich mich hier hinstellen. An dem Berg. Dass ich den, dass ich den Flankenschutz habe. Oh. Das ist riskant. Okay, na, wenn sie von rechts kommen, wäre es riskant. Aber so kann ich nach da abhauen, weil dann habe ich die Schlachter von oben nicht, weißt du? Mhm. Ja, okay. Und ich spotte den gut auf, hab aber Flankenschutz. Herr Robert, hast du es auch endlich geschafft? Ey, Robert, moin! Ja, okay, alles im Cap. Ja. Da ist, er. Komm schon. Nee, der ist jetzt in der Tarnung. Ja, ich habe aber 4500 auf den gemacht. Ich habe jetzt den Nebel draußen, ne? Also die Turbsen draußen auf den. Ja. Also. Oh, die Mutsu, jawohl. Ja, wie gesagt, 4500 hat die Fubuki schon weg. Ey, der ist rausgefahren aus dem Cap, wir holen das Cap. Jo, gut. Der musste weg wegen den Turbs. Sehr schön.
Ja, ich hab Kabuki zerstört! Was ist das? Ja! Hier sind 16.000 auf Mutsu. Und die Torps, da kommen leider nicht, schade. Wären aber gekommen, wenn sie weitergehen würden. So, ich cap jetzt und setz mich hinter die feindlichen Linien. Ja, obwohl da ist ein Kreuzer noch, ne? Warte, ich nehme erstmal. Ja! Die Dallas. Und dann noch eine Dallas. Ich lass mal jetzt nicht mehr anbrennen hier. Nein. Okay, die Mutsu steht da top zum Torben. Die fährt rückwärts? Oder fährt die vorwärts? Die bremst auf jeden Fall ab. Die, steht die ist auf jeden Fall scheiße zum Torben. Die, wenn die losfährt, ich weiß es nicht, wie ich torben soll. Ich warte mal noch kurz. Ne, warte mal, ich torb schon mal die Bayern gleich noch. Ja. Ah ne, die dreht nach hinten raus, scheiße. Na, vielleicht treffe ich die Mutsu. Ja, die steht komplett breit für euch, ne, die Mutsu. Ne, nicht ganz. Die steht leider sehr angewinkelt. Für mich zumindest hier unten. Da ist jetzt auch der Kreuzer, okay, da bin ich erstmal safe. Also, alles klar. Kommt schon, Leute, auf die Mutsu drauf. Ja. Kommen da Torps von dir? Nee, wa? Nee. Also seien sie fährt gleich wieder vorwärts. Man muss aber sehr schnell vorwärts fahren, dann glaube ich. Doch, doch, da kommt einer. Einer kommt. Der könnte finishen. Der finisht auch. Oder? Oh, das ist mega knapp. Das ist mega knapp. Nee, schaffst und du. Ja doch, ja! Ah. Geil. Jetzt müsst ihr nur noch fertig machen. Die brennt doch raus, jo. Die Dallas spammt mich übrigens mit HE zu. Ich versuch's mal, ich bin aufgeklärt, ich muss weg. Gut, ich bin wieder zu. Ich gehe jetzt mal weiter ins Feld rein bei B. Ja, klar. Puh. Gute Arbeit. Und jetzt versuche ich aufzuspotten. Ja. Ansonsten lass erstmal zu, weil das einzige Schiff, was jetzt offen ist für alle, ist die Bayern. Stimmt, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ne? Ach, das ist ja eine Bayern. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine Queen. Naja. Boah, 6000 nochmal? Okay. Achtung, Queen schießt jetzt hier auch an irgendwie. Ja, auf die da Bayern. Da ist die Dallas. Sehr schön. Also wenn die Queen da stehen bleibt und jetzt vom Berg fährt, dann kriegt sie jetzt eine komplette Salve Torps. Also ich weiß nicht, ob es reicht. Hä? Würde mich wundern, wenn sie das noch drehen. Ja! So Robert, nun zu deiner Frage. Genau, Tibun hat schon geantwortet. Jetzt fehlt uns wieder, wenn wir das jetzt schaffen, fehlt uns jetzt noch ein Stern auf Rang 5. Und ich glaube, die Queen kriegt komplett der Huckefeuer jetzt. Ich weiß noch nicht zu laut. Nee, oder? Nee, die gehen. Oder? Nee, die gehen doch nicht rein. Nee, die ist nochmal rückwärts gefahren anscheinend. Lass die Punkte laufen. Ja, doch, lass. Doch. Ich habe noch einen Treffer setzen können. Dallas kommt rum. Dallas kommt für euch ja, breit. Da schieße ich drauf. Ja. Und Bayern kommt zurück. Da ist die Dallas. Und Queen kommt jetzt rein. Oh, die kommen gut. Oh, jetzt muss ich aber weg hier, du. Jetzt muss ich weg. Fuck. Ach, 7000. Jetzt muss ich weg. Die pushen jetzt alle rein, ja. Ja. Aber die pushen oben rum, unsere Teammates. Guck mal. Jawohl, ich setze noch einen Treffer auf Queen. Und mit bisschen Glück gut. Und es sieht gut aus, kriegt die Dallas Torps. Ne, die dreht nochmal ab, schade. Doch, die kriegt einen Torp! Die kriegt einen Torp, Timo! Ja! Machst du mit der Gans weg? Nee. Kann nichts mehr passieren. Zack. Sehr schön. Oh, ich bin aufgeklärt, sehe ich gerade durchs Flugzeug. Muss ich doch noch nebeln. Dann gehe ich jetzt mit der Gans auf die Queen drauf. Mhm. Brand auf Queen. Ich geh mal ins Cap, die blockt das Cap mal. Also die wollen ja gerade erobern. Ja.
Da ist die Queen. Obsten raus auf Queen. Jetzt geht's ja wieder ab, ey. Also die Queen ist weg, die kriegt die Torps. Oder jetzt gibt's wieder Stoff, ich weiß es nicht. Doch, die kriegt. Die kriegt. Also wenn möglich auf Bayern. The Queen is dead, boys. Yes, yes, yes. Oh, yes. Und jetzt nochmal mit der Hauptbatterie hier. T61 ist on fire. Top Runden gehabt heute. Sechster Sieg jetzt am heutigen Abend. Der hat die Entenflagge drauf. Guckt mal, Leute, der hat die Entenflagge drauf. Und jetzt hagelt hier Damage mit der Hauptbatterie. Komm schon, Brenner. Los, Brenner. Komm, Brenner. Los, Brenner. Warte, ich mach mal eine komplette Salve. Oh, jetzt wurde ich. Ich bin aufgeklärt. Schnell, nimm die raus. Yeah! Admiral hat's neu geholt! Bam! Geile Runde auf jeden Fall, Nordmann! Ja, da hast du gute Torps gesetzt. Alter! 7 Torptreffer, yo, 80.000 Damage. So. Robson, jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade eben schon waren. Timo, Leute, Stream. Ja. Drückt uns alle den Daumen. Wargaming Gott. Wir waren immer artig, wir haben jeden Tag gespielt. Schenk uns das Glück, jetzt hier den Rang 5 zu erreichen. Es wäre mega, mega nice. So, jetzt Zucker und Daumen drücken. Let's go. Ich gebe hier nochmal den... ich mache jetzt nochmal hier den Legend Totenkopf. Er soll uns nochmal Glück bringen. Ah, ja, erstmal warten. 3 das Minuten. Übliche Ranked-Spiel, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich crazy, Alter. Es ist echt crazy. Hype, Hype, Hype. Hype. Heute läuft's, kleine Maus. Na, da mache ich mal einen kleinen Belustigungstipp, dass. Machen wir so am Wochenende, wo wir nicht spielen. Zeigen wir euch jetzt mal. You stop me! That's what you get for trash talking! When the game's on the line, I'm on my prime. Let's go down, boys. Fire in the hole! Pit, your ship sucks. Comment below if you think I make it. Fire you. You stop me! That's what you get for trash talking! When the game's on the line, I'm on my prime. Let's go down, boys. Fire in the hole! Pit, your ship sucks. Comment below if you think I make it. Fire. Leute, das machen wir, wenn der Stream nicht läuft. So, komm schon, Baby, komm schon, komm schon, komm schon. Black Mamba, du sag mal, wie viele Kanalpunkte hast denn du? Das wäre mal interessant zu wissen, bist du eigentlich auch häufig hier im Stream dabei? Ich würde gerne mal wissen, wie viele Kanalpunkte du hast. Oh, bitte, ey, gib uns jetzt einfach noch eine coole Runde, ja, Timo? Das wäre richtig geil. Das wäre echt ein mega fett, ey.
Man, ist halt übelst krass auf dem PC, ne? Wenn Grado, wenn Grado streamt, was da abgeht, Alter, da gucken 1000 Leute zu. Ja, ja, ich habe ja auch meine Leute, so nicht jetzt hier bei ja. Warships oder so, die ich gucke. Hm. Da sind auch einige bei, die haben ja 5000, 10.000 an einem Abend mal. Da geht's auch ziemlich ab. Da siehst du mal, wie krass das auf der PC-Version voraus ist, da auch mit Leuten, die spielen. Ja. Ist auf jeden Fall um einiges mehr. Ja, René, auf jeden Fall. Also das bockt da, richtig. Da sind wir bei dir. Ich spiele seit Release, also seit Mai ja. oder April 2019. Und macht immer noch genauso viel Spaß. Naja, 12,5k. Also. T-Bone. Ach hier, eine Freundschaftsanfrage von der Hafu. Oh, Match gefunden. Oh. Oh, jetzt steigt der Puls sofort. Shit gets real. Jetzt geht's los, Leute. Ich lade euch gleich rein, keine Angst. Let's go, Alter. Ey, bitte lass es jetzt einfach klappen. Eine Icarus, wieder eine Icarus. Splitter. Und eine, oh, zwei Kellys und eine Arizona als Gegner. Fuck. Also ich hol jetzt zuerst B oder was und dann A? Ja. Oh, puh, mein Herz. Ach komm schon, Icarus direkt raus am besten. Und dann ist das der Vorteil. So. Komm schon, Baby, bitte lass es einfach klappen. Kannst du vielleicht versuchen, dich hier so aufzuhalten, sodass die von oben halt nicht hier reingucken können? Dann kannst du nämlich hier aufspotten. Ja, warte, jetzt kann ich keine Befehle mehr setzen. Du weißt schon, wo die halt dann immer ist. Na, da oben links oder was? Ja. Dann bin ich aber übelst nah dran. Die kommen ja direkt hinten rum. Dann bin ich zu nah dran, ja, und würde aufgehen. Es wird ja schon reichen, wenn es quasi hier ist und dann aber im oberen Teil, so das im linken oberen Teil. Okay. Dann können sie nicht dich beschießen, du kannst aber vielleicht spotten. Und hast immer noch genug Abstand, falls du hinten. Ja, ich stelle mich jetzt komplett an die Ecke und versuche dann da gleich abzuhauen. Ja, okay, also, Icarus ist bei B. Torps könnten kommen. Also wurde es ein Blockkampf. Ja. Ja, ich denke mal, die wird aber jetzt gleich aufgehen. Aber die hat ja nicht so einen guten Turnwert. Ne, da ist er. Da ist er auch schon. Aber ich komme leider nicht dran. Ich kann jetzt auch nicht schießen, weil... Ne, schieß nicht, schieß nicht. Das macht keinen Sinn, keiner kann dich supporten. Vielleicht, wie gesagt, kannst du in die... weiter zum Felsen hin. Ich droppe da jetzt hin, ja. Was ist denn, wenn du ein bisschen vorziehst? Ich sag mal, hier oben hin, bis zur Ecke? Und dann? Und dann kannst du die mit Gans beschießen, weil die Schlachter könnte ich nicht treffen. Nicht. Ja doch, das stimmt. Das stimmt. Weißt du? Das kann ich machen, weil die sind alle unten. Ja, genau, das ist der Plan. Ja, 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 ja. Ja, das könnte klappen. Ich bin aufgeklärt. Ich bin aufgeklärt, ich muss zu nebeln. Schieß auf Icarus, genau. Fährt jetzt vielleicht vorwärts raus, die Icarus? Ne, die fährt Richtung andere Seite. Aber ich presche jetzt aus dem Nebel raus und fahre da jetzt trotzdem da hoch. Ja, ja. Mach das. Weil die sehen mich jetzt auch nicht, weil die hat auch genebelt. Das heißt, ich kann mich da jetzt positionieren. Richtig. Und dann kommt es halt jetzt auch auf unser Team. Ah, rein. Die Normandy ist schon fast weg hier. Unsere, ja. Energie. Ja. Weil die hier voll in B reinfährt, der kriegt doch gleich noch Torps. Sinnlos. Oder wir nehmen den DD jetzt schnell raus. Naja, ich weiß es nicht, warte. Da ist er! Ja, die geht mit drauf! Gut. Versuch's. Jawohl, die ist gleich weg! Ja, da kommt Support. Ja, mach's. Warte, jetzt dreht sie nicht raus. Die kam wieder.
Oh, nochmal oh, verendet. Die darf nicht davon kommen. Oh, die kommt davon, ich treff sie nicht. 5 Sekunden noch, dann kann ich. Ich treff sie nicht! Ich treff sie nicht, die haut ab. Aber ich treff sie, die ist raus. Nee, kommt doch nicht. Jetzt hab ich sie auch nochmal. Ja! Boah, ich darf nicht so laut schreien. Nein! Nein! Die Arizona blockt das Cap jetzt. Nee, die ist doch weit weg. Nee, die ist doch. Ja? Ja, ja, die ist noch ein Stückchen davor. Die fährt doch nicht nein, rein. Nein, aber die schießt, die Dings wird zurückgesetzt. Ah, die aber Dunkirk. Ich fahr in B. Die Dunkirk wird ja auch zurückgesetzt. Ja, ich, die setzen das durch mich auch zurück. Ich muss rausfahren wieder. Obwohl, 5 Sekunden. Na los, schnell. 4. Soll ich dann erstmal das A-Cap holen? Komm schon! Nein! Ja, dann am A-Cap. 2. Jawohl, das läuft. Und? Ist gut, ist gut, ist ja, gut. Ja, soll ich das A-Cap holen? Oder ja, torpen? Nee, obwohl, torp mal hier bitte B. Nee, die holen C, die holen sonst C, oder? Ja, wir haben ja eh hier ein Cap, oder? Na stimmt, stimmt, du hast recht. Ich muss jetzt erstmal Distanz verringern. Warte, guck mal, ein Schlachter holt A. Du kannst hier bleiben. Kannst okay, hier okay, bleiben. Okay, okay. Na, dann setze ich mich hinter dir jetzt. Ja, dann fahre ich hinten rum. Gute Idee. Was ist jetzt mit der unserer Normandie? Ja, die geht halbwegs noch. Die ist da etwas safe hinterm Berg. Versuche ich jetzt dahinter zu kommen. Ich drehe um, dass der Wille zu Wiederaufbau vielleicht durch mich kriegt. Oh. Ja, doch, A wird jetzt gecapt zum Glück. Endlich. Ich hoffe, der ist vorher drin. Das könnte was werden, Timo! Ja, noch kann alles passieren hier. Nicht, jetzt ist es umgedreht, aber, jetzt hast du das. Aber, sonst sag ich, bin ich der Skeptiker. Zwei Schlachter sind bei C oben, können also kaum hier supporten. Ja, ja, diese ja, haben ja, noch ja, zwei Schlachter. Ja, das ist gut. Was macht die Dunkirk? Okay, ich gehe mal davon aus, dass die anhält. Ja, die hält an. Erste Salve ist raus jetzt. Gut. Ja, die. Nee, oder fährt sie doch echt rückwärts, ja? Scheiße. Oder? Hey, wenn sie noch. Ah, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, die kommen nicht. Ich weiß es ja, nicht. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Warte. Doch, doch, die kommen! Alter, die kommen richtig! Das will ich hören. Ja! 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 Drei Stück, Alter! Oh, jetzt muss ich aber weg! Jetzt muss ich weg! Feuer! Boost an! Fahr los! Oh, 5,6! Also, die hat richtig hart gefressen, Dunkirk! Ich top, kann. Arizona ist auch fast raus! Yes! Jawohl. Ja! Oh, ich will die Hauptbatterie benutzen. Bleiben die offen? Ja, die bleiben offen. Weil ich kann nämlich nicht torpen. Ah, Arizona ist jetzt raus. Danach, wenn die aus ist, kannst du mit der Hauptbatterie auf die Dunker gehen. Die ist jetzt raus, ich schieß drauf. Weg. Okay, ich geh jetzt mit der Hauptbatterie auf die. Versuche ich Wille zur Wiederaufbau zu geben. Naja, das klappt. Ich hab nochmal getorbt auf Dunkirk. Also wenn die jetzt anhält, was ich fast glaube, und die rückwärts fährt, dann kriegt sie Torps. Ah, scheiße. Okay, warte, dann fahr ich wieder raus aus dem Nebel. Norman, die kriegt auch jetzt Wille zum Wiederaufbau. Ah, ne, nicht ganz, der haut ab. Warte, ich fahr raus aus dem Nebel. Ne, passt. Sauber. Ne, die ist weiter vorgefahren, Dunkirk. Dunkirk kommt rein. Dunkirk kommt rein. So, ich mach mich jetzt zum C-Cap, ja? Ja. Alter, jetzt haben wir erst einen kleinen Wille zum Wiederaufbau-Radius. Das war nicht mal 2 Kilometer dran. Wie sieht's bei dir aus? Oh, du bist aber auch nicht mehr so pralle. Ah, geht. Dann müsst jetzt die Dunkirk. Ah, gut, du bist da zu zweit. Also, wenn der jetzt vorkommt, dann. Oh, 8000 auf Dunkirk plus Turm rausgenommen erstmal. Okay. Temporär. Da musst du jetzt von rechts kriegen, von den anderen Schlachtern. Wann kommt denn da was? Turm zerstört bei Dunkirk. Jawohl. Jawohl. Und komm jetzt raus. Komm, los, mach zu Touch. Oh, das war's falsch. Ja! Sieg. Mein Herz. Ist das nicht schön? Das ist mega schön. Ja. Ja.
Oh, geile Scheiße, ey. Jetzt haben wir endlich noch Zeit vom Feldzug. Oh, ey, haben wir aber wirklich geschwitzt, hä, Timo? Ah, ja. Haben wir wirklich gekämpft, ey. Meine lieben Herren. Und vor allem ausgerechnet zum Stream am Sonntag haben wir die 5 Niederlagen kassiert. Oh, jetzt haben wir ja noch ein Schiff verloren. Ich hoffe mal, dass die... Oh, die Bayern ist so gut wie weg da hinten. Ja. Und die Aale auf die California kommen, glaube ich. Weil die hat jetzt ihren Kurs nicht großartig verändert, oder? Doch, jetzt lenkt sie ein, scheiße. Ja, die nimmt mich vielleicht jetzt raus. Ich hoffe, dass die... 333 habe ich. Kann er auf die Bayern noch was machen? Nee, wa? Nee. Ah, ich bin raus, aber California kriegt auch noch ordentlich. Ja, die hat noch mal gut. 10.000. Joa. Also darf ich nicht sterben. Wie sieht's denn mit der Dings aus? Mit unserem anderen Team, den wir da noch haben? Wie viel gut, noch? Fast volle Kelly. Okay, gut. Fast volle Kelly. Oh, der hat schon wieder gut hochgeheilt hier, der mit der anderen Kelly. Ja, verwalten. Verwalten. Ich hoffe, dass die Bayern noch hier toben kann. Puh. Schön. Oh ja, die fährt mal genau rein. In die Turbs. Bis jetzt zumindest. Wenn die jetzt noch kommen, Alter, fress ich hier den Besen. Ah, da mache ich ja richtig ein. Oh nee, die fährt. Nee, die fährt wieder vorwärts. Schade. Wie sieht's mit dem Fight aus da drüben? Kelly gegen Kelly? Dachte, das sieht gut aus für unsere Kelly eigentlich. Ja, aber die kriegt Doppelbeschuss jetzt. Unser Sieg ist in Sicht. Jawohl, ich glaube, die Bayern fährt jetzt aus dem Cap raus. Die gibt zumindest Gas. Ich hoffe, die fährt da jetzt rechts raus. Fährt die etwa vom Berg jetzt gleich? Oh, Hexo, wenn jetzt alles richtig... Ja, die fährt aus dem Cap raus, Timo. Top. Ja, die gibt Vollgas und will zur Kelly. Hat sie auch die Rechnung nicht mit dem Admiral gemacht. Der ist ja nämlich auf dem Fersen. Na, warte, jetzt muss ich Geschwindigkeit verringern. Dass ich nicht aufgehe. So, warte, jetzt ist sie gleich raus. So, volle Fahrt voraus. Das ist der Sieg. Also wenn die jetzt wirklich rausfährt, dann... Ja, und sie fährt raus. Das schafft sie nicht mehr. Ich weiß es nicht. Geil, ja. Alter, wie lange haben wir da jetzt gebraucht? 3 Streams? Nee. Nee, 2. Nee, 2. Alter, ey, das lief ja übelst krass jetzt, hä? Ja. Na gut, von 8, 2 jetzt auf 5. 2 Streams. Ja. Ungefähr 19 bis 20 Matches waren. Warte mal, ich weiß die Bilanz von gestern noch. Das waren 13 Matches mit 9 Siegen und 4 Niederlagen. Und das können wir jetzt nochmal addieren. Und dann haben wir die Bilanz von gestern und heute. Ja. Guck mal, vielleicht kriege ich noch einen Glückstreffer hier auf die Bayern. Da kommen bestimmt welche. Könnte. Könnte sein, ja. Jawohl, und jetzt auch hier das dritte Cap. Am Start. Ich deck die nochmal auf. Ne, ich glaube. Oh, ja, da kommt welche, Timo! Da kam nochmal einer. Und die rammen sich da hinten, ne? Oder? Ne. Ich glaube ja. Ne, die hauen ab. Der das wäre eigentlich gut, wenn der jetzt noch rammen würde. Oh, ich bin aufgeklärt, fuck! Ich bin echt aufgeklärt! Fuck! Wie bitte, was? Alter, shit! Ich muss schießen! Ja, schieß, den machst du weg mit Hauptbatterie. Alter, jetzt muss ich aber mal ins 1-1 gehen, Alter! Bayern gegen T61, wer wird das Duell gewinnen? Der Admiral! Ich geh krachen hier, was hier los ist, Alter! Da muss er hier wieder so eine Show abziehen. Ey, das war nicht mit Absicht, ich schwör's. Ich hau ab, Junge! Das ist zu krass, die Hauptbatterie hier. T61, Leute, ich sag's euch. Ein geiles Ding. So, jetzt rammt euch und dann haben wir hier nee, nach Punkten Sieg. Da
darf man nochmal klatschen. Geile Scheiße, Geilomat, Alter. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich zünd mir eine Marlboro an. Oh. 2021 Eisbrecher mit so uninteressanter Crate. Yes! Ja. Und Auszeichnung! Und die brauche ich für was ganz Bestimmtes. Und jetzt geht's ja erstmal richtig ab. So, Leute, der Admiral ist ja auf dem Weg zur Lenin. Oh, ich habe noch eine kostenlose Kiste, sehe ich gerade. Und dann schauen wir mal. Immer noch, ne? Es sind immer noch. Eine Insignie. Sehr schön. Es sind immer noch, sage und schreibe, 4000 Eisbrechermünzen. Das heißt. Nein, stopp! Wir kriegen jetzt die Center-Kiste. Da sind ja nochmal 250 drinnen, ne? Mhm. So. Fett. So, jetzt gucken wir mal, was in der Center-Kiste drin ist. Komm, gib mal nochmal was richtig Geiles hier. Die 100.000 Dublone, die 1000 Dublone, ja. Nee, nicht. Tarnung. Aber die Eisbrechermünzen brauche ich. So, da haben wir jetzt 21.100. Ey, das sind immer noch 4.000. Das heißt, wir brauchen mindestens, wir brauchen auf jeden Fall noch die 2270 ungefähr Eisbrechermünzen auf Rang 1. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann müssen wir ja immer noch. Ah ne, wir kriegen nochmal bei der Massachusetts. Kriegen wir nochmal Eisbrechermünzen für den Auftrag. Du kannst auch Yahagi spielen, da kriegst du 5000 insgesamt. Das habe ich doch schon durch. Ach, hast du schon durch? Okay, ich habe nichts gesagt. Naja, wie gesagt, aber ich glaube, ich muss immer noch Santa-Kisten kaufen. Das reicht, glaube ich, immer noch nicht. Doch, du kannst gegen Legendäre einfach spielen. Ach, da generierst du auch irgendwie welche. Ja, stimmt, hier, das ist ja auch wieder am Start, ja. Das muss ich also. Oh, so. Da haben wir jetzt Zeit, da können wir jetzt gleich anfangen. Mal eben 200k Kapitäns-EP gekauft. Echt? Ja, klar, von den 2000 Eisbrechern. Ja. Und dann kann ich mir wieder einen kaufen. Ja, mega fett, Alter. Gucken wir uns nochmal die Bilanz jetzt an. Alter, das war ja heute ein Mega-Run. Wir haben eine Runde nur verloren, Timo. Eine Runde bloß. Und der wollte aufhören. Ich wollte aufhören. Ja, Timo hat recht gehabt, Leute. Ich hatte wirklich recht. Timo hatte wirklich recht behalten. Und ich bin froh, dass ich auf dich gehört habe. Weiß ich doch. Dafür hast du ja deinen Vizeadmiral. Das stimmt. Oh, geile Scheiße. Also ich bin ja jetzt dafür, dass wir einfach mal aus Spaß mal ein Fünfer-Match, nochmal ein Match versuchen anzumachen. Aber nach, ja, oder? Klar. Wenn wir 5 Minuten investieren, da mache ich mir noch eine heiße Tasse. Und wenn aber nach 5 Minuten nichts ist, dann machen wir noch 1-2 normale Runden, oder? Ja. Hört sich gut an. Ja, T-Bone, es ist bei mir aber so ein Sammler. Also ich will die haben. Muss die haben. So. Okay, also so ist jetzt der Fahrplan. Wir machen jetzt nochmal, wir probieren es mal. Vielleicht kriegen wir ein Match. In der Regel gab es jetzt für alle, die Rang 5 erreicht haben, immer noch kein Match. Aber dann machen wir jetzt auch mal zwei Schlachter, Timo. Okay. Und da haben wir jetzt auch mal Zeit für Experimente. Ich habe mal nämlich so auf Arbeit was durch den Kopf gehen lassen. Darf ich die Friedrich nehmen? Ja, aber. Was? Ja, komm, dann nehme ich aber auch die Friedrich. Weil ich wollte dir nämlich mal was vorschlagen. Und zwar, dass wir jetzt wirklich komplett einen Synchronschwimm machen. Also, dass wir jetzt wirklich, also einer gibt einen Ton an den Weg und auf Wasser schießt. Und der andere macht einfach nur nach. Von mir aus kannst du das machen oder soll ich es machen? Na, okay, ich mach's wohl. Weil du bist ja der bessere Schlachterkapitän. Und aber ich habe mal eine Skillung drauf. Du hast mehr Reichweite. Was nimmst du, Siax oder was? Ja. Nein, wie auch Siax. Ist ja scheißegal, wenn wir jetzt verlieren. So. Ja. Wie gesagt, ich fahre alles, ich mach alles nach. Du sehr sagst schön. Mir, du musst aber wirklich permanent kommentieren. Links, rechts fahren, damit ich das sehe. Okay. Auf wen schießt du? Und dann haben wir schießen immer auf denselben und wir haben permanent Wille zum Wiederaufbau. Das ist jetzt das Ziel. Mal sehen, wie gut das funktioniert. So. Oh, da ist es mega. Ich bin richtig. Jetzt gucken wir mal, was ist denn jetzt hier im Stream-Chat so abgegangen? Wir schauen am besten gleich mal, ob wir ein Schiff einzeln irgendwo rumfahren sehen, dann können wir das gut bearbeiten. Ja. Die wäre ja so schon im Vorteil, wenn du 1 gegen 1 wärst, aber dann zu zweit. Ja, ja, Tibo, wie gesagt. Ah, oh, die Lady, die wird schon geil sein. Ich denke mal schon, die wird schon reinknallen. Die wird schon gut gehen, denke ich mal.
Und ich spiele halt auch die Nelson so geil. Und wenn die halt auch so die Anordnung der Türme hat die auch so, ne? Und ja. Ich hätte das nie gedacht, Timo, dass wir das jetzt heute schaffen. Ja? Hätte ich niemals gedacht. Ah. Oh, das ist so ein beruhigendes Gefühl, dass man. Ach, warte, wir sind doch auch dämlich. Wir können doch gar nicht keine Runde mehr finden. Warum nicht? Weil wir doch jetzt auf 5 sind. Naja, das weiß ich doch. Ich habe doch gesagt, 5 Minuten warten wir, wenn es dann nicht klappt, fahren wir. Ach so. Na? Okay. Wie gesagt, das ist auch jetzt so ein beruhigendes Gefühl, dass man jetzt so den. Das erste Mal von der Backe hat, weißt du? Diesen Druck, da hinzukommen. Ja, oh, krass, ey, krass. Ah, ich glaube, wir kriegen kein Match. Nee, das dauert schon sehr lange für ja, zwei Schlachter. Ja, für Schlachter vor allem, für zwei Schlachter. Das dauert viel zu lange. Wie weit seid ihr im Feldzug? Ja, wie gesagt, kann ich dir gleich zeigen, ist jetzt auf der Strecke geblieben. Müssen wir jetzt alles nachholen. Ach komm, brech mal ab, oder? Ja, das macht keinen Sinn. Das bringt nichts. Für zwei Schlachter. Das ist doch irgendwo unsere Zeit. Ja. So, dann gucken wir doch mal eben. Also wie gesagt, Feldzug noch richtig weit hinten. Aktuell Meilenstein 66. Wie gesagt, fehlt noch einiges. Brauche jetzt hier auch nicht weiter gucken. Ich guck mal, was ich jetzt boosten müsste. Oh, ich müsste immer noch 13.000 Dublonen, um das jetzt sofort zu regeln. Gut, ich brauche aber die Eisbrechermünzen, das heißt, Timo, lass uns Stufe 7 farmen, da können wir nämlich Eisbrechermünzen verdienen und können gleichzeitig den Feldzug erledigen. Ey, was? Okay. Hä? Ach, das ist noch von letzter Woche oder was, ja? Ich muss Torp setzen, also ich muss Yudachi fahren. Ja. Ich guck mal, was ich brauche, warte. Ja, ich brauche Torpstrapper. Also ich muss jetzt Yudachi, Kagero und so weiter fahren. Ja. Also du bist bei den 30 Torpedos, ne? Ja. Ich bin noch bei den Hauptbatterietreffern, dann mache ich Cleveland. Ja, das ist eine gute Kombo. Genau. Kombo. Und sein Wohnmobil. So, Cleveland. Oh, ich bin so erleichtert jetzt, ey. Es ist wirklich so ein Stein vom Herzen gefallen, dass es jetzt geklappt hat. So, ich mache mal alle Zerstörer an. Was natürlich auch Bock hätte, wäre Lightning. Die Taschkent-Turps sind auch mega geil, Alter. Das sind 9 Stück und die sind übel schnell. Und aber wir machen jetzt erstmal auf Safe hier Yudachi. Und dann nehme ich jetzt auch die Lang-Turps. Mit mehr Range. Ich muss bloß gerade gucken. Ach, hier. Die bauen wir aus. Genau, somit haben wir jetzt eine Reichweite von 10 Kilometer, genau. Let's go. Oh, ist auch so beruhigend jetzt wieder, Timo, so ein... Ach, 98, weiter geht's noch gar nicht, okay. Ja, so Standard-Matches jetzt, das ist sehr entspannt. Ja. Auf jeden Fall, ey, das ist richtig beruhigend jetzt. Ah, schöne Kaffeefahrt jetzt machen hier auf Standard. Ganze Druck weg. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn die Saison vorbei ist, ist es richtig langweilig, Standard zu fahren. Oh, guck mal, Timo, da oben. Bessere Runde. Finde ich nicht. Doch, weil das macht einfach mehr Laune so auf Ranked. Da geht's um was. Und wenn man dann auch. Was? Nürnberg im Gegnerteam. Ja, moin. Ach so, was? Ey, da ist ein Nürnberg auf 7 reingerutscht. Ach du Scheiße. 2 New Mexico und auf Stufe 7. Jetzt New Mexico gegen Jambord, ey. Ja, ich brauche jetzt aber hier irgendwie, ich muss mich hinter die feindlichen Linien irgendwie setzen können. Ja, und du musst schön spotten für mich. Es ist ja jedes Mal, ich nehme es mir ja jedes Mal vor, nicht das falsch zu machen, wie also viele spielen. Also ich brauche jetzt Torps und dann spielen ja viele nur auf Torps, ne? Also gucken jetzt nicht, dass das ein Sieg wird insgesamt. Und da wir jetzt ja streamen, will ich auf jeden Fall auf Sieg spielen und ja, vielleicht noch den einen oder anderen Torp drüber mitnehmen.
Ja. Meistens klappt es dann auch am besten mit dem Turbtrevern. Als wäre man sich zu sehr versteift. Was? Ich bin ja immer noch in dem Modus. Warte mal, da kann ich jetzt auch Late-Night-Stream ja wegmachen. Zack. Können wir die Karte anmachen. So, bin jetzt im Cap. Oh, Kneisenau kommt hier rein. Bei Asen anscheinend gegnerische DDs, ha? Kann das sein? Ja. Jetzt habe ich ja ein bisschen Übung hier mit dem Turben, mal sehen. Da kommt Turbs. Von wem, Alter? Die sind verreckt vorher. Ein bisschen Glück kommen vielleicht die Turbs auf die Gneisenau, aber ich glaube es eher nicht, weil die Deutschen, also Gneisenau und Scharnhorst, die sind so schwer zu turben. Nee, die hat natürlich angehalten. Kriegst du kaum. So, ich versuche jetzt hier durchzubrechen hier drüben. Und dass ich mich hinter die feindliche Linie setzen kann. Das ist halt immer so meine oberste Priorität mit den japanischen DDs. Ich versuche mich halt irgendwie, ich muss auf die andere Seite kommen. Hinter die Schlachter muss ich kommen und danach kann ich spielen mit denen. Ja. Wichtig ist jetzt, dass unsere Teammates da bei dir, dass ihr C holt. Ja, wir versuchen es. Das ist noch eine Kagero im Nebel. Ich hoffe, ich kann jetzt hier unbemerkt durchbrechen. Das ist halt das Risiko jetzt. Ich weiß halt nicht, wo die Gegner sind. Da hinten habe ich auf jeden Fall, halt, an die will ich ran. Da hinten. Ah ne, ich fahre links rum. Sicher. Da hinten ist die Cleveland. Gut, die kriegt jetzt schon schön. Ich habe bloß Schiss, dass der Zerstörer jetzt zu mir abgehauen ist in meine Richtung. Das weiß ich nicht. Hast du schon gesehen, was das für ein Zerstörer war? Kagero. Na gut, dann geht's. Packe ich jetzt mal meine Geschütze auf da die ist Seite. Er. Da ist er gut. Unterstütze ich jetzt auch mit. Sehr schön, ja, die muss ich wieder wegkriegen. Ja, die ist auf 10 Kilometer so, mit der Rundflugbahn. Dann mache ich mich jetzt Richtung Richelieu auf und Iowa. Passt. Die kommen, fahren mir genau rein, so wie es braucht. Ne, kannst du machen, kannst du machen. Die fahren mir jetzt genauso rein, wie es braucht. Kleine Maus, tschüssi. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder da warst. Fürstentor ab Kagero raus. Echt? Ja. So, und ich mach mich mal auf Richtung Richelieu. Jo. Was? Aufgeklärt von Radar? Cleveland. Oh ne. Ey, so eine Scheiße. Oh, na prima. Gut, ich bin raus. Was? Naja, die schießt jetzt auf mich. Und ich komme da nicht weg. Ich dachte, ich habe die hier schon wieder nicht mehr beachtet. Ich dachte, die ist lange weg oder so. Naja, ich bin gleich. Nee, ich bin zu normal gegangen. Ja, Glück gehabt. Oh ne, jetzt bin ich doch raus. So gut wie. Kann nichts mehr machen. Ach man, das macht keinen Spaß mit den japanischen. Das macht über mir keinen Spaß, weiß auch nicht. Kommen nie die Turbs. Kriegst übel schnell auf den Sack, wenn du aufgehst. Ich finde die geil. Ach. Finde ich eine T61 irgendwie cooler so. So eine Mischung aus allem irgendwie. Oh, ich bin auch noch im Rennen. Die Cleveland muss bloß halt gejagt werden von euch. Von den Schlachtern da. Ja.
jetzt habe ich mich auch kacke manövriert hier. Ich hoffe, ich komme jetzt hier noch hinter den Berg. Ich gehe nicht auf. Ja, Tortreffer. Einer bloß. Boah, das war richtig knapp, Alter. 4,7 war die Iowa entfernt und mein Tonwert ist bei 4,6. Das war jetzt richtig hardcore knapp, ey. Hammerhart. Aber jetzt kann ich die Iowa toppen. Oh ne, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig rum. Oder? Ne. Oder vielleicht doch. Weiß es nicht. Oh, ich krieg jetzt von der Cleveland. Ah, ne, doch nicht mehr. Ich könnte nochmal toppen, aber ich glaube nicht, dass die noch kommen. Ich gehe weiter auf Dings jetzt jagen, ne? Auf die Ritchie. Na klar. Die Cleveland ist ja jetzt raus, ne? Ja. Ist raus. Maschinenboost aktiviert. Maschinenboost, smoke doch. Nee, das will ich noch nicht. Oder meintest du das mit dem Radar? Ne, da konnte ich ja nicht smoken. Meinst bestimmt das Manöver gerade um den Berg, ne? Mit der Iowa das. Ist komplett auf mich fixiert. Wer? Die Ritchie. Naja, die kriegt jetzt also. Warte mal, jetzt dreht die echt nach rechts, ne? Ich muss nur so leicht seitlich an die rankommen, ansonsten. Ach ja, die ist auch schon raus da vorne. Ja, da ist noch. Unser Team hat die Führung übernommen. Jetzt, ich muss halt nur ein bisschen neben die kommen so. Also eigentlich. Ja, ne, gut. Überhaupt nicht, ja. Die fährt halt auch scheiße vom Winkel her. Oder doch einer? Ne, gar keiner. Ach, siehst du, das ist das, Alter. Du fährst mit dem scheiß Zerstörer hier ewig durch die Kante, Alter, und dann bist du endlich in der Position, da schießen die anderen die raus. Wait, das ist das, was ich meine. Jetzt kommen die Torps endlich. Und jetzt wurde es aber eher rausgenommen von irgendjemand anders. Jetzt bin ich ja am äußersten Kartenrand. Und ich habe einen Torptreffer für die Challenge erledigt. Super. Einen. Und die gehen wieder alle daneben. Ach, das macht mir keinen Spaß, Torpen. Unser Team hat die Führung übernommen. Das macht mir keinen Spaß. Ein Torptreffer gerade mal für die Scheißaufgabe, ey. Was, Grünau? Genau. Ach, genau. Grünau ist hier ein Stadtteil. Deswegen habe ich mich jetzt so gewundert. Oh, jetzt macht der einen Torptreffer, ey. Nimm die raus. Mann, das ist doch zum Kotzen, Alter. Ein Torptreffer, ey. Ich glaube, wir müssen Kamikaze fahren, Timo. Mir egal, können wir auch machen. Oh, da ist der Zerstörer. Da ist noch in New Mexico. Ach, wo war die denn, ey? Jetzt werde ich wahrscheinlich von der New Mexico rausgenommen, weil ich nur noch 9000 habe. Na, mal schauen. Ich würde ja gerne die Chemikaze nehmen, aber das zählt. Oh nein, nicht. Ich krieg Torps. Oder? Ja. Naja, gut, ich gehe noch eine rauchen, ja. Und dann machen wir die letzte Runde und dann. Ich bin auch raus. Kommen wir heute auch nicht so spät. Das heißt denn ja auch. Oh, jo. Aber Kaffeefahrt ist bei dir angesagt, ne? Ja. Und dann kommen wir heute auch nicht ganz so spät. Das ist nicht schlecht. Ja. Können wir eigentlich morgen dann entspannt einen Stream machen hier, ne? Und die Fans. Ja. Zurück.
Na, für euch, die gewertete Gefechte sehen wollen, ist es natürlich nicht so gut, aber naja, es liegt nicht an uns. Ich konnte 227 machen. Ja. Eigentlich auch noch wenig für eine Cleveland. Oh, geht so. Aber dafür wird es doch ein Sieg. Ja, das ist ja auch ein Feldzug. Nur 3 Siege, oder? Auf Stufe 7. Naja, es ist da. Torpedos direkt voraus. Boah, die Ecke in Mexiko, die ist auch ein Mensch. Mhm. Auf Stufe voll Stufe. Energie sogar noch. Alter, was? Ey, da hat er die ganze Zeit nicht. Ich will mal wissen, wie viel Basic Speed er hat. Ja, klar. Ist mehr Spannung drin, ist richtig. Ja, Tibor. Aber der ist ja eh ein Fan von Gewerteten, also zum Zuschauen so. Mal hier, die Mexiko hat 401 neuen Spaces. Wow. Der Wombat. Auch Premium-Nachschub habe ich fertig, sehe ich gerade. Oh, den können wir morgen erstmal durchmachen. Nee, wir müssen. Scheiß auf die paar Beförderungsbefehle. Allgemein. Was wolltest du noch fahren jetzt? Nochmal Zerstörer 7 oder was? Warte, ich guck nochmal schnell. Alles noch offen, ey. Das müssen wir jetzt alles abarbeiten noch bis Donnerstag, morgen und übermorgen. Ja. Da geht auch auf Stufe 4, aber wir brauchen halt die. Ich brauche halt die. Das ist halt dumm jetzt. Wir müssen eigentlich 7er fahren. Nochmal eigentlich. Mhm. Na komm, dann nehme ich Atago. Ja. So viele Torpedotaucher, ey. Nein, scheiße. Ich hab keinen Bock, die nochmal zu fahren, ey. Also, wenn ich da bin, dann werde ich Akatsuki und Asashio auf jeden Fall fahren. Nee, du musst ja auf 7 fahren. Nee. Es reichen doch Torptreffer, nee, oder? Stimmt, du hast recht, ja. Du willst nur Münzen haben, ne? Maßnahmen mit der Lightning. Na, die Münzen, ich brauche halt die Münzen noch. Ja. Ich versuche mal mit einem Strahl, weißt du? Lightning oder was? Mhm. Jo. Ja. Unglaublich. Schön, schön. Unglaublich. Massachusetts. Einmal alle. Das ist eine gute Map hier, um durchzustoßen. Außenrum. Also, ja. Du hast ja auch nur einen DD als Gegner, das ist auch nicht schlecht. Aber Wichita, ja, Cleveland. Wichita halt, Cleveland wird die auch, sind gefährlich. Ja. Und ich gehe stark davon aus, dass die wieder hier gespottet sind. Na, Montana wird dann wahrscheinlich Legendary für USA, ne? Echt? Ja, die haben ja bis jetzt nur einen Kreuzer, ne? Die Alaska. Ich denke mal, wenn Montana kommt, dann wird das ein Legendary. Das wird natürlich richtig krass. Ja. Oh,
Jetzt haben wir erstmal echt entspannt Zeit, ey. Alabama. Komme ich sogar noch dran auf 18,5. Und was ist das da? Oh, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab's dir ja gesagt. Ja. Ich wusste genau, wo die. Was hat die für ein Radius? Da, ich bin schon aufgeklärt. Sinnlos. Das habe ich so gewusst, dass die auf der Gegenseite zu mir spawnen. Ja. Ich hoffe jetzt nur, dass das gleich ausgeht. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Jetzt ist es weg. Doppelbrand auf Massachusetts jetzt schon. Sehr schön. Jetzt ist es weg. Jetzt kam Beschuss. Jetzt setze ich mich raus, also raus. Vorsicht, ich habe getorbt. Ah, fährst voll rein. Echt? Scheiße, wo? Ah. Oh. Naja. Perfekt getorbt. Alle geblockt. Ja, dann. Einer. Ja, wären wahrscheinlich eh nicht gekommen. Die da hatte einen Doppelbrand, die Massachusetts. Und wieder ein Brand. Ach herrlich, dieser Atago. Oh, da ist die Vegeta. Und alles ausgewichen. Ach herrlich. Herrlich. Ja, ja gut, Missouri, ne? Ist halt die Iowa nochmal, oder? Das, ja. Ja, Missouri. Ach ist so. Ja eigentlich. Naja, Schwesterschiff, ne? Ja, ja. Das Blöde ist auch, deswegen, die Vegeta spawnt auch meine kompletten Torps jetzt auf. Ja, richtig. Aber die könnten trotzdem kommen auf die Massachusetts. Ey, die kommen. Ne, die kommen nicht. Fährt's elegant vorbei. Ja, die Torps-Treffer mit der Kamikaze eigentlich machen, ne? Da kriegst du bedeutend besser. Ja. Das sind auch die ganzen Radarschiffe hier auf der Stufe auf 7, da kriegst du die Torps-Treffer schwieriger. Ja, richtig. Black Priest sagt, was? Wie viel Treffer? 30? Okay, gib mir ein Match. Oh Mist, die hat doch so eine gute Secondary, die Massachusetts. Ich darf gar nicht so nah ranfahren. Oh, ich bleib natürlich an diesem scheiß Berg jetzt hier hängen. Ach Mensch. Oh, jetzt kriege ich Beschuss. Und die wird natürlich vorher ausgenommen, oder? Jetzt könnte ich vielleicht Glück haben mit den Torps. Ja, die, jetzt habe ich Glück. Boah. Zumindest einer. Ne, zwei. Ach, rausgekommen. Jawohl. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Alle Stationen melden Position eines strategischen Ziels. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Torpedo Tango, yes. Jetzt habe ich sie ja gut hier. In guter Position gerade, die Massachusetts. Nein, jetzt macht die echt Radar wieder. Oh, hat die schon wieder Radar, ja? Das gibt's doch nicht, Alter. Mhm. Ah, die hat ja auch den krassen. Die Sekundär schießt ja von der Massachusetts. Ja. Auch irgendwie 10,3, ne, wenn du es richtig geskillt hast. Ah, oh, jetzt fährt es auch vorwärts. Scheiße. Feueralarm. Gut, die Cheetah raus. Das war gut. Alter, zwei Treffer, ey, das soll ich euch.
Kriegt er die Massachusetts noch klein? Dann, Danny, folgt uns hier noch zur später Stunde. Vielen, vielen Dank. Was sagst du, Timo? Kriegt ihr die noch klein, Massachusetts? Ja, ich kann sie immer weiter mit Tobs, also. Aber ich denke mal, das wird sich jemand anders jetzt schon regeln. Ja. Ja, aber nice. Ich glaube, der fährt jetzt aus dem Cap raus, also wir müssen das Cap jetzt noch cappen. Ja, er ist rausgefahren, also muss ich das cappen. Ja. Danny, ja, herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Spannender hast du leider schon verpasst. Rank it. So, cap jetzt. Naja, ich glaube nicht, dass ich noch Top drauf setzen kann. Zumindest einen Sieg müssen wir noch erspielen. Ja, das brauchen wir ja auch, brauche ich auch noch. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Go. Auf zu B. Und dann starte ich hier einen Kamikaze-Angriff, das sage ich dir. Dann gibt es hier einen Kamikaze-Angriff. Kamikaze. Der Bärma ist gleich raus. Hippo auch, also es könnte auch, es wird ein Sieg. Ich cap jetzt B auch. Oh, ich bin auch gleich im B-Cap. Du bist ja auch dabei, genau. Ah, da ist der Zerstörer aber, ne? Guck mal. Oder der Kreuzer. Schießt hier hinter dem Berg ungefähr. Hier. Kreuzer im Match? Was ist das noch? Ja. Noch eine Cleveland, ach du Scheiße. Cleveland. Diese Türme, die sind halt geil. Die 360 Grad Türme hier von der Lightning, das ist so fett. Brauchst du die halt nicht umlegen. Cleveland getobt. Ja, ich auch. Oh, ich bin so blöd. Also, der die Roma ist so gut wie weg. Mit. Na gut. Zwei Tob-Treffer. Yippie, das läuft ja. Wie werde ich gerade eh mit der Yudachi? Ein. Ist doch schon mal eine Steigerung. Yes, yes, ja. Coming at ya. Wo ist denn jetzt die Cleveland? Ich geh mal mit AP auf Cleveland. Ja, ich auch. Müsste jetzt aufgehen.
So ist die echt rumgefahren. Ah, die ist rumgefahren, ja. Ne? Ja. Da ist sie. Ach, da. Da ist er voll, ey. Ah, die haut mir jetzt natürlich gut. Ja, ne, doch nicht. Prallt alles ab. Ich unterstütze dich mal. Jo. Oh, vereint. Da hinten ist der, geht der Zerstörer auf. Alter, ich treff gar nichts. Jetzt. Ich treff nichts. Jetzt. Also ich lenke die auf jeden Fall ein bisschen ab. Oh, hier liegt die Leiche von der Roma. Alter, wie lange brauchen die, um zu sinken? Da kann ich dir mal das Real-Life-Sinking der Titanic schicken, da weißt du, wie lange die sinken. Ja, guck mal, du kriegst noch einen Turbtreffer. Jawohl. Ja, aber ich werde rausgenommen. Nee, doch nicht. Ich hab nochmal getorbt. Ja, doch. Leider falsch. Kein Kill. Ich hab einen Kill. Na, immerhin. 138.000 Schaden. 11 Brände. Sieht gut aus. Tago ist gut. Ich hole jetzt das dritte Cap mit. Also bei jedem Cap dabei gewesen. Brand. Oh, schade, fast noch Turbs, fast noch Turbs gesetzt. Bitte, das war's. Der hat noch die Iowa. Ja. Mager, echt mager. Dann wollen wir noch eins schnell machen, schnell die Dachi. Ja, klar. Dann kriegen wir vielleicht jetzt hier wenigstens noch die 125 voll und vielleicht noch ein Treffer. Oder ne, ich nehme mal die Tashkent. Die hat so einen Spaß gemacht letztens. Na, ich nehme mal die Tashkent. Wie war die Reichweite der Turbs? Tashkent? 8 Kilometer. Auch 8, ja. Die sind nur 60 Knoten schnell, so schnell sind die gar nicht gewesen. Aber die Ladezeit ist cool. 70 Sekunden. Dann nehme ich mal. Zwar nicht fördern für meinen Fortschritt, aber macht mehr Spaß. Ah ne, warte mal hier. Ich bin jetzt mal auf. Oh hier, krass, ich gehe jetzt mal komplett auf Turbs bei der. Nehme ich nochmal schnell Bay mit rein. Wo ist er? Also? Deine Augen werden mit den Augen von Terence Hill verglichen. Vielleicht ist das ja. Ich bin's, ich heb's zu. Der kann ja auch übelst gut Deutsch sprechen, ne? Hm. So, let's go. Na, Rusche ist Bud Spencer. So, und dann hören wir aber auf jeden Fall. Oh, ich habe gerade doch die Info bekommen, dass... Ach hier, Stäbchen hat noch geschrieben, bis Rang 7, ja, dann nur Idioten dabei, bin nur am Melden, jede Runde in AFK-Pfosten dabei, habe beide gestern richtig Schellen bekommen von mir, sorry. Ja, gestern haben wir einen Sack voll gekriegt, das stimmt.
Ja. Das stimmt. Oh, Legendary. Oh, ne, echt? Na gut, mit dem... Na, ich weiß nicht, ist ein Alaska dabei? Ja. Was? Und eine Odin. Oh. Ah, das wird nichts mit Torps. Ja, ich mache auch keine bessere Figur hier mit Amagi. Gegen Vladi, Odin. Ja, der das Mato. Das wird nichts, Alter. Ich muss so eine sinnlose Runde hätten und sparen können. Ah, das ist meine Legendary-Musik im Hintergrund. Die ist übelst geil. Die hörst du ja gerade nicht, ne? Nee. Was hast du denn da für eine Tarnung drauf? Ne, das ist die Decepticon. Ah, okay. Weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Da sitzt ja vorne auf meinem Bot hier. Das Rumble, Rumble. Rumble. Das, die sieht's gerade. Die sehen's gerade. Hier, da sitzt er. Ja. Ich finde die Musik so geil. Hörst du das ja? Ja, aber ich kenne die. Wir wurden entdeckt. Da ist die Vladi. Mhm. Und da ist ein Alaska. Das ist ein Eis für ein DD, eine Benson. Okay, ich presche mal mit zur A. Maschinenboost aktiviert. Hä? Und da ist die andere Alaska, gut. Ach, ich hab HE drin. Ach ne, da ist noch die Cleveland. Ach. Ich schieße so auf 16 Kilometer auf so eine Vladi, denk so, ja, alles klar, das wird gut reinhauen. Erste genau. Treffer, ich denk so, ah ja, nicht schlecht. Und auf einmal ein Brand, ich denk so, hä, wie hab ich denn jetzt einen Brand gemacht? Naja, HE. War doch HE drin. Das kann an der Uhrzeit liegen. Ja, definitiv, also. Schau mal eine Edinburgh rausfeuern sehen. Und ciao. Ah, boah, 33.000 Doppelzieter. Alter. Überlebt ja mal wieder mit einem Mühe, das kennt man ja nicht anders. Ja. Oh ne, haut da jetzt wirklich ab, ey. Fuck. Ach, scheiße. Hätte ich mal den Nebel gespart, ey. Kacke. Ah, die Amato will ich ja. Bestätige. Nebelwand gelegt. Boah, die hat sich übelst hochgeheilt, die Edinburgh. Echt? Naja, klar, die hat doch den. Edinburgh. Naja, die hat einen guten hier. Ist jetzt übelst der Tanz auf Messerschneide hier. Cleveland ist halt genau. Ich poche auch. Ach, scheiße, ich hätte meinen Nebel. Ja, den Nebel habe ich jetzt verloren. Ich poche jetzt eigentlich auf Kamikaze-Angriff auf die Cleveland. Weißt du? Ah ne, ich gehe ja dann zu. Ich gehe ja dann gleich wieder zu, wenn ich die rausnehmen würde. Da ist er. Warte mal, ich muss meine garantierte Aufdeckungsreichweite von 2 Kilometern einhalten. Ich bin raus. Echt? Ah, ich hab 4000. Oh, ich mach jetzt Kamikaze. Ich hoffe, der Plan geht auf. Noch bin ich zu, das passt. Soweit? Ja, das war's. Da ist er, da ist er, da ist er. Jawohl, das geht gut. Die guckt genau in die andere Richtung. Perfekt. Jawohl, Alter, die nehme ich komplett mit jetzt. Oder? Ey, ich bin so dumm. Nicht einer, nicht einer. Gut, wir machen aus. Alle daneben. Ich bin so bescheuert. Ich. Oh! Wisst ihr, was ich da gerade an Damage mit AP reinknalle? Ich seh's.
Ah, die hebt mich trotzdem raus. Ach, ich bin so blöd, Alter. Wir sind so. Alter, ey, ich hatte alle möglichen. Mann, ich hasse das. Oh, ich dummes Rindvieh. Ich könnte richtig kotzen im Strahlgrad, ey. Ich hatte, Mann, ich brauche Tortreffer und ich mache alle daneben. Oh, Mann. Oh, ich bin so behämmert. Aber ich glaube, es war trotzdem ein Sieg. Ey, ich könnte jetzt richtig kotzen. Wie wäre es, wenn wir morgen nicht einfach auf Zwang auf diese Aufgaben gehen, sondern einfach nur normal spielen? Ich bin so bekloppt. Ich nehme mich es Rind. Scheiße. Ey, ich bin so bescheuert. Ich hab mir das vorher alles genau ausgedacht und dann, Alter, leck mich am Mokka. Ich glaube die. Na, komm raus. Naja, oh. Oh, komm. Da hat der Rumble sich ein bisschen verkalkuliert. Ich, oh, nee. Vor allem alle, ich setze auch wieder gleich alle, anstatt ich, eine Salbe reicht ja auch, ja? Drei hätten hier reicht, ich nähe alle gleich in dieselbe Richtung. Ah, oh, der soll, habt ihr mal gesehen, wie man es nicht macht. Naja. Ja, dann soll es das gewesen sein für heute, Leute. Unser Ziel haben wir erreicht, also nee, mehr, wir wollten ja nur Rang 6, ne? Ja, Rang 5 haben wir erreicht. An alle Neuen hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns hier morgen wieder zur selben Zeit. Und ja, morgen dann auf jeden Fall Feldzug in erster Linie. Also Legendary und na, 7er Stufe, ne? Mhm. Wir haben auf jeden Fall einiges hier im Arsenal. Können wir mal kurz zeigen. Also, das sind echt krass. Also 37 Schiffe, ne, auf Stufe 7. Ach ne, Quatsch, jetzt sind ja die Legendären ja noch dabei. Also es sind eigentlich alle 7er Schiffe, außer die Monarch habe ich nicht. Was fehlt noch? Gascogne. Ansonsten. Ja. Ja, und die Lenin, die ist ja jetzt auch nun schon dabei. Ansonsten sind es aber alle 7er Schiffe und dann hier die 4 Legendären. Kurfürst, Yamato, Chimikas, Alaska werden wir alles morgen fahren. Wie gesagt, Chabarovsk läuft auf jeden Fall noch. Dauert noch ein bisschen. Dann haben wir die auch im Hafen. Es sind noch 4 Segmente insgesamt. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein, liebe Freunde. Wir wünschen euch noch eine schöne Nacht. Immer eine Handbreite Wasser und okay, viel Damage. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.